Hörgestalten. Meine Klassenlehrerin damals kam dann auch zu mir an und meinte, na, seien Sie doch froh, Marcel, jetzt haben wir Ihnen die Entscheidung abgenommen, ob Sie Abitur machen oder das hauptberuflich machen. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie so lebensbestimmt auf mich einwirken. Ja gut, aber wie gesagt, ich war auch ein Arschloch-Teenie, also. Hallo, das ist Marcel Collet und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Josef Ulbich und gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Emken laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und InterpretInnen ein, mit uns zu plaudern. Denn Schauspieler wie Marcel begleiten uns mit ihrer Stimme durch den Alltag und erzählen uns die großen und kleinen Geschichten, egal ob nun im Hörbuch, Hörspiel oder eben synchron. Und mit einigen dieser Stimmen sind wir sogar schon seit unserer Kindheit vertraut. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun, wie sie dahin gekommen sind, wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Marcel kennt ihr als Synchronstimme von unter anderem Ashton Kutcher und Aaron Paul. Aber er hat auch Synchronregie geführt für diverse Stoffe wie die Serie American Dad oder Filme wie Die fantastische Welt von Oz oder Blood Diamond. Natürlich geht es in unserem Gespräch um seinen Beruf und wie er da schon als Zehnjähriger hingekommen ist. Aber es wird auch sehr, sehr schnell persönlich. Es geht um seinen Aufenthalt in Spanien, wo er mit Freunden eine Sprachschule aufgemacht hat. Um seine Zeit als, wie er selbst sagt, Arschloch-Teenie. Um seine erste Anschaffung von dem Geld, das er als Jugendlicher verdient hat, um eine legendäre Silvesterparty, um Fußball, um Fridays for Future. Und das ist nur so ein ganz kleiner Einblick in dieses sprudelnde, ehrliche und sehr offene Gespräch, das von einem Thema zum nächsten fliegt. Warum Marcel ein Problem mit Fremdschämen hat, warum ein sehr, sehr schlechter Hai-Film eine der besten Regiearbeiten für ihn war und welche nicht hochtrabenden Träume er noch hat, das erzählt Marcel euch einfach selbst. Also, nachdem wir vom Rauchen wieder da waren, das Mikro lief nämlich schon, als wir beide reinkamen. Also, nun viel Spaß euch mit Marcel Collets Geschichten. Habe, sondern irgendwie was durcharbeitet und man merkt, ach, ja, vielleicht so mal essen, vielleicht mal irgendwas machen. So nach einer Stunde raucht mir meistens eh die Rübe, ob ich nun eine rauchen will oder nicht. Dann brauche ich mal ein kurzes Kreativpäuschen. Aber ist das für dich auch tatsächlich, passiert dir bei der Zigarette irgendwas Kreatives? Nee, nicht wirklich. Also ich mache Standard-Scheiß. Also, was man so macht, um Miete zu verdienen, weißt du? So Chicago Fire und so ein Rotz, den ich selber nicht gucken würde. Ja. Krimiserien, FBI, also ja. Braucht man nicht unbedingt, okay. Aber... Erstmal Prost. So, schön, dass du da bist. Ja, schön. Danke für die Einladung. Ich habe das... Normalerweise mache ich jetzt erst das Mikro an, aber dadurch, dass du draußen rauchen warst, dachte ich, komm mal kurz zu dir raus. Und komm jetzt erst hier dazu. So spontan. Geil. Es ist ein Gespräch seit langem mal wieder für mich. Ja, ich habe ja da ein bisschen geguckt. Und die ich gefunden habe, waren fast alle von Elias. Die... Ja, wir haben ungefähr halbe. Okay. Eigentlich. Also in Simons Podcast habe ich jetzt nicht reingehört, Simon Jäger. Weiß ich gar nicht, was du das oder was Elias? Simon war auch Elias, weil die immer viel miteinander arbeiten. Wir gucken, haben immer so geschaut, dass es Leute sind, die wir irgendwie kennen oder mit denen wir zumindest mal gearbeitet haben, dass es nicht komplett fremd ist. Da war ich tatsächlich neugierig bei Simon, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal reinhören, wie nüchtern der gegen Ende dann noch war. Es kann passieren, dass wir alle immer am Ende das Getränk spüren. Ja, das war ja bei David, da habe ich ja tatsächlich so 10 Minuten, 15 Minuten reingehört, floss ja rum. Ja. Guck mal, ich habe den Schrank nicht mal zugemacht, da hinten, das ist unser Getränkeschrank. Ah, okay, der gibt's. Da sind die ganzen Reste drin und wir hatten bei unserer Einjahresfeier haben wir dann Reste trinken gemacht. Da sind wir durch fast jedes Rest jeden Rest einmal durchgegangen. Das war auf jeden Fall eine längere Sitzung. Oh, shit. Du hast dir Bier gewünscht. Ja. Dein Lieblingsgetränk. Absolutely. Und hast sogar noch eine Marke dazu gesagt, die wir auch sagen können. Du hast Augustiner gesagt, das wäre Dufte. Es gibt natürlich noch andere Biere. Blablabla, aber hier. Ja, ich habe mich dann auch irgendwann so in den letzten Jahren auf bayerische Biere dann tatsächlich gestürzt, weil man kann ja über die Bayern sagen, was man will, aber Bier brauen können sie und Essen kochen können sie. Ja. Und ja. Geil, aber du kommst eigentlich aus Berlin. Ja, bin tatsächlich einer der wenigen gebürtigen Berliner in Berlin, ja. Und hast eine... Also ich meine, es gibt nicht viele über dich rauszufinden, muss ich ja sagen. Das ist für mich Da so einen fetten Wikipedia-Eintrag, den ich total creepy finde. Der ist aber ja sehr... Also ja, das stimmt, aber da ist ja eigentlich sind ganz viele Sachen genannt, die du gemacht hast. Ja, weil da stand tatsächlich mal, also ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gekürzt haben, aber da stand so mein gesamter Werdegang drin und auch, dass ich mal ein Jahr in Spanien war und ich habe mich echt gefragt, woher die Leute ihre Infos haben. Ich meine, es stimmt alles, deswegen habe ich da auch nicht interveniert. Aber es war schon ein bisschen creepy, so über das dein stimmt, eigenes Leben. Steht da drin oder
dass du eine Sprachschule ja, mit, ein Jahr lang mal... drei Kumpels, ja. Also ich habe nicht viel getan. Die wollten eigentlich nur meine Kohle. Und dann meinte ich, okay, wenn ich euch Startkapital gebe, dann wäre ich gerne selber auch vor Ort. Und dann bin ich da halt mit runter. Wie kam das eigentlich, wie kommt das zustande, dass ein Berliner nach Spanien gehen will, um eine Sprachschule abzumachen? Einer von meinen Jungs, der ist auch immer noch in Spanien, der hat ein Erasmus-Jahr gemacht in Valencia und hat sich in das Land verliebt, also jetzt nicht unbedingt in die Stadt Valencia, und ist dann der Liebe wegen nach Madrid gezogen, hatte dann die Idee, eine Sprachschule aufzumachen, um Geld zu verdienen. Die anderen beiden Jungs, die noch dabei waren, die sind begeisterte Surfer, zumindest einer davon. Und die haben gesagt, naja, Sprachschule finde ich scheiße, ich hätte lieber eine Surfschule. Dann haben wir uns da ein bisschen schlau gemacht und gemerkt, dass das ganz schön viel Geld kostet. Ja. Und haben dann halt den Weg des geringsten Widerstands gewählt und gedacht, na gut, wir sind Deutsche, wir bieten einfach Deutschunterricht an in Spanien. Und so sind wir dann in Malaga gelandet. Also wir haben uns Marbella angeguckt, was natürlich extrem sexy ist. Ein bisschen sehr reich da alles so mit den ganzen Arabern und so. Ja, und sind dann nach Malaga gekommen, weil es da einfach schweinebillig war und wir zu der Zeit auch noch EU-Subventionen hätten abgreifen können. Ah, cool. An die wir nicht rangekommen sind, weil wir uns zu spät gemeldet haben. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, es lief auch eigentlich am Anfang ganz gut an, weil wir da mit ganz viel Laufkundschaft und so dann gewirtschaftet haben. Aber gut, ich meine, wir waren relativ naiv und haben uns nicht ganz so schlau angestellt. Und nach einem Jahr mussten wir dann leider wieder dicht machen, weil wir einfach keine Kohle mehr verdient haben. Ja, scheiße. Okay. Aber ich bereue es null. Also ich meine, ich habe eine Sprache gelernt, ich war in einem anderen Land, habe mal gemerkt, wie das so ist, ein Geschäft zu gründen und alles. Also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber ich bereue es null. Wer warst du denn da, als das passiert ist? Warte mal, das war 2006, 2007 sowas. Also war ich so, ja, Anfang 30. Okay. Ja, ich finde ja auch so Geschäft aufmachen oder generell so solche eigenen Ideen mal zu verwirklichen, ist ja auch nichts, was man irgendwie mal lernt, also gelernt bekommt. Das ist ja irgendwie so seltsam. Also irgendwie ist es total schön, das mal zu können, aber in der Schule kriegt man das nicht so richtig beigebracht. Wir mussten uns auch wirklich alles selbst drauf schaffen. Und das Lustige war, dass wir dann tatsächlich auch teilweise den spanischen Behörden erklären mussten, welche Genehmigung wir brauchen, weil das denen völlig Wurst war. Dann so zum Amt und ja, hier, wir brauchen hier eine Unterschrift, dass wir Außenwerbung machen dürfen. Ach so, brauchen Sie? Ja, brauchen wir. Ach, schön. Ja, aber das Geile war auch, so das positive Klischee vom funktionierenden Deutschen hat uns echt in die Hände gespielt. Also es war mit Vermietern und Behörden gehen und so, ihr seid Deutsche, ja gut, okay, euch kann man vertrauen. Ah ja. Das hat uns echt dick in die Hände gespielt sogar. Gut zu wissen, dass, dass der Ruf mal was nützt. Ja, die meinten nur, wenn du eine Bar oder eine Disco aufmachst, dann gucken sie irgendwie dreimal hin. Okay. Aber wenn du dich sonst irgendwie als Deutscher in Spanien selbstständig machst mit irgendwas, dann sagen die schon, ja, läuft. Krass, mit Deutschen. Okay. Aber ich meine, Spanisch ist ja auch nicht die einzige Sprache, die du sprichst. Ja, also die habe ich mir darauf geschafft, wobei ich da dann auch ein bisschen faul war irgendwann. Und dann nochmal, nachdem das schon lange vorbei war, bin ich nochmal mit Konrad Bösert, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit dem nochmal nach Argentinien gefahren. Das habe ich gerade von David gehört. Ah, ja. Der hat auch gefragt, kannst du mir irgendwas erzählen? Bitte? Ich kann mich an einen Urlaub erinnern. Ja, stimmt. Das war die erste Tour. Das war mit David, Tobi Müller. Konrad war eben zufällig zu derselben Zeit auch in Buenos Aires. Da hatte ich mit David aber so eine Südamerika-Tour gemacht. Also da waren wir irgendwie zu fünft, glaube ich, unterwegs und haben Argentinien, Chile und Peru mitgenommen. Ja. Und ich fand Buenos Aires extremst geil. Und wir waren halt nur 4 Tage da oder so. Und Konrad war ein bisschen länger da und hat da auch eine Sprachschule besucht. Und dann hat er mich halt gefragt, nächstes Jahr, hast du Bock? Und dann waren wir da 4 Wochen in Buenos Aires, haben vormittags immer schön Spanisch gelernt. Also argentinisches Spanisch, was auch nochmal eine andere Hausnummer war. Mhm. Aber da hat sich mein Spanisch um einiges verbessert. Also das war, in 4 Wochen? Ja, das war um einiges lehrreicher als das, was ich in dem Jahr Malaga mitgemacht habe. Da war ich halt auf so einer Art Volkshochschule. Ja. Okay. Für Ausländer in Spanien, also wir hatten, glaube ich, 45 Leute in einer Klasse. Mhm. Du machst vorher einen Einstufungstest und dann hat man wirklich Leute auf allerhelm Länder, also Chinesen, Schwarzafrikaner, Weißrussen, das war wirklich Finn. Mein Lieblingsmitschüler, Jakko, der Pastor aus Finnland. Tengo una pregunta. Der war großartig. Por favor. Geil. Das war geil. Ja, die anderen Sprachen, ja, Englisch kriegst du halt mit. Ja. Mehr oder weniger, wobei es nicht mal meine erste Fremdsprache war, aber halt durch Synchron. Ja. Wenn du es den ganzen Tag hörst und dann immer wieder gibst, dann kommst du da irgendwie rein in die Sprache und das liegt mir auch irgendwie. Und Französisch war tatsächlich meine erste Fremdsprache. Okay. Und ich habe dann auch jahrelang Urlaub in Frankreich gemacht und dadurch ist das Französisch dann besser geworden. Aber hat das was mit der Berliner Geschichte zu tun? Nö. Ja. Weil ich finde es erstaunlich, dass es hier die erste Fremdsprache sein kann in Berlin. Echt? Ich hätte irgendwie so in Grenznähe nur so, weißt du, so Saarland, Baden-Württemberg hätte ich irgendwie gedacht, dass das da irgendwie näher liegt, dass man da eine... Nö, das war damals irgendwie okay. So
zur 5. Klasse konntest du dir aussuchen, welche Fremdsprache. Und mittlerweile können die sich ja sogar überlegen, ob sie noch Spanisch nehmen. Das gab es ja zu meiner Zeit nicht. Hättest du es lieber gemacht, damals schon? Ich glaube ja. Also nach den ersten paar Stunden Französisch hätte ich auf jeden Fall Spanisch gemacht. Weil das wenigstens eine Sprache ist, die man so sprechen kann, wie man sie liest, im Gegensatz zu Französisch. Ja. Ja, ja, ich hatte gar kein Französisch. Ich hatte, aber das halt auch wegen der Grenznähe. Ich hatte Tschechisch. Mhm. Weil Sachsen, genau da. Und dann war das halt meine erste Fremdsprache. Aber beziehungsweise ich hatte Englisch und Tschechisch gleichzeitig der Start in der 5. Okay. Hatte zwei Fremdsprachen. Aber Tschechisch war immer die erste Fremdsprache. Ja. Und habe da auch Teile des Abiturs so drin geschrieben. So, weil Muttersprachler da waren und so. Und tschechische Mitschüler. Geil. Das war schon ziemlich cool. Auch halbwegs exklusiv, obwohl es eine öffentliche Schule war. Aber es waren halt 15... Schüler, Schülerinnen in einer Klasse haben halt das bekommen und du musstest in der 4. Klasse halt schon einen Test machen dafür. Okay, krass. Wo ich im Nachhinein auch denke, ist eigentlich schon verrückt, einen 4. Klässler so einen Test machen zu lassen. Das System ist ja eh so ein Thema, ja. Ja, aber das habe ich mich auch immer gefragt, warum wir in Berlin nicht zum Beispiel Polnisch. Ja, genau. Ob der Grenznähe. Also das wäre ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend. Ja. Und wir haben ja nun auch eine Menge Polen in Berlin. Ja. Also das habe ich auch immer mich gefragt, warum das nicht angeboten wird zumindest. Obwohl ich, also da kennst du dich vielleicht auch besser aus. Ich habe auch hier mit dem Schulsystem gar nicht mehr viel zu schaffen. Ich bin da ganz froh, nicht mehr da zu sein. Dass ich aus der Scheiße raus war. Dann, also. Du warst nicht so gerne in der Schule. Nee, also ich war eigentlich bis zur 7., 8. Klasse war ich ein verdammt guter Schüler. Ich hätte sogar eine Klasse überspringen sollen in der 7. Okay. Und dann ging halt High Life los. Also bis dahin habe ich noch mit Playmobil gespielt. Und war ein ganz braver Junge. Ja. Und als ich das dann in den Keller geräumt habe und Mädchen, Drogen und Alkohol entdeckt habe, dann kam halt noch Synchron parallel dazu und dann war ich auch echt ein Arschloch-Teenie. Also es gibt von mir tatsächlich das Zitat, dass ich zu einem Lehrer meinte, was wollen Sie mir eigentlich erzählen? Ich verdiene mehr als Sie. Oh! Mit 16. So richtig sehr sympathisch. Schön. Richtig. Cool. Richtig sympathisch. Ja. Nee, und deswegen. Und also ich habe auch gemerkt, also wenn ich Lehrer hatte, die cool waren, dann die in der Lage waren, mich fürs Fach zu begeistern, dann war ich auch entsprechend gut in dem Fach. Ja. Selbst wenn es mir jetzt nicht per se gelegen hat, also so mit Mathematik, Physik und so, kannst du mich scheuchen. Aber wenn da mal ein vernünftiger Lehrer am Start war, dann ging's. Aber die meisten rattern halt ihren Rahmenplan runter da, wie heißt das? Rahmenplan? Keine Ahnung. Ja, Lehrplan. Lehrplan, danke. Ja, Und machen halt Dienst nach Vorschrift und sind eher überfordert. Mit dem Lösungsvorschlag und so. Ich glaube, ich hatte so netto 4 gute Lehrer in der Zeit, in der ich auf der Schule war. Und bei denen war ich dann auch entsprechend gut im Fach. Aber das ist aber auch, also ich meine, ich bin so ein bisschen, also ich konnte immer gut in der Schule umgehen, aber immer, weil ich relativ schnell verstanden habe, was die Lehrer wollen. Mhm. Also es war dann praktisch immer unabhängig vom Fach, weil ich... Die Inhalte habe ich schon irgendwie halbwegs verstanden, so, aber da kann ich auch nichts für, ist einfach mein Gehirn gewesen, so, das, ne? Ich habe das einfach verstanden, was der wollte, und wenn dann ein Test kam, habe ich schon im Unterricht meistens mitbekommen, auf was die Wert legen werden. Ja. So habe ich halt verstanden, und dann war das halt okay, aber gelernt habe ich dafür jetzt auch nicht halt richtig, weil es geht halt nicht. Also. Ja, genau. Und es gibt durchaus andere Länder oder andere Schulsysteme, die bisschen mehr darauf ausrichten, dass man vielleicht Spaß am Lernen entwickelt und so. Na, ich hatte auch irgendwann so ein bisschen die Anspruchshaltung, dass ich dachte so, okay, der steht jetzt da vorne und soll mir Wissen vermitteln, weil Bücher lesen kann ich alleine. Ja. Also jetzt einfach hier die Buchstaben oder schlag Buchseite so und so auf, das bringt mir jetzt nichts. Also ich brauche schon jemanden, der mich irgendwie entertaint oder mich für ein Thema begeistert. Und das haben die halt wirklich in den seltensten Fällen gebracht. Also. Obwohl ich auch sagen muss, wir hatten halt wegen des Tschechischen auch so ein Austauschprogramm. Wir waren auch mal 2 Wochen in Tschechien. Es waren nur 2 Wochen, aber ich habe so richtig das dann schätzen gelernt, wieder in Deutschland zu sein. Okay. Weil das ist ein Hardcore-Frontalunterricht gewesen, okay. Wo so viel... Es wurde einfach gesagt, aufgeschrieben, es wurde aber wirklich nur das abgefragt, was man gerade schon gesagt hatte. Okay. Und es war so ein bisschen für mich, aber ich möchte schon noch ein bisschen selber denken können dabei und so. Ne, vor allem dachte ich ja auch, dafür ist Schule da, dir selber Denken beibringen. Genau. Und das hat man aber auch tatsächlich gemerkt, so bei den tschechischen Mitschülerinnen und Mitschülern, die so ankamen dann und ab der 7. Klasse bei uns irgendwie auch also mit uns in der Klasse waren, dass die es am Anfang schwer hatten, praktisch erstmal niemanden davor zu haben, der Hardcore einem alles vorsagt, was man bitte aufzuschreiben hat, sondern wo das so eine Mischung war aus, ne, und das fand ich dann auch dann beeindruckend, dass es, okay, bei uns ist es zwar doof, etwas aber es besser ist ja, geht auch weit weg vom Ideal, aber ein bisschen. Ja. Hast du Kinder? Nee. Weil das wäre ja dann fast das andere, ob man dann überlegt, seine Kinder in so ein System noch mal reinzugeben oder aber also wenn ich welche hätte, würde ich glaube ich gucken. Ich meine, so von Waldorf und so halte ich jetzt nicht so viel. Das ist mir dann auch immer ein bisschen zu esoterisch und hat immer so einen leichten Sektenhauch.
Also die Leute wollen einen ja auch missionieren. Das ist ja wie, woran merkst du, dass jemand Veganer ist? Er erzählt es dir. Das ist dann auch so mit Montessori und keine Ahnung was. Aber ich würde dann schon sehr genau gucken, auf welche Schule mein Kind käme. Ja. Also ich würde mir die Lehrer sehr genau angucken und wie da gelernt wird. Und halt auch wirklich mit möglichst kleinen Klassen. Das ist, glaube ich, in Berlin mittlerweile illusorisch. Mhm. Wir haben einen krassen Lehrermangel. Aber nee, also da würde ich schon gucken, dass mein Kind dann nicht genauso abgefuckt wäre, wie ich es damals war. Ja. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Aber du hast schon während der Schulzeit offensichtlich mehr verdient als deine Lehrer. Ja, dann irgendwann, ja. Aber du hast ja zeitlich angefangen schon für so Sprechsachen was zu machen. Ja, na, also ich habe ja angefangen beim SFB damals, also dem Vorläufer vom RBB mit Kinderhörspiel. Ja. Also das ist quasi so meine Wiege. Da habe ich so das Sprechen gelernt. Aber das passiert ja nicht einfach so. Wie ist denn das passiert? Wie gesagt, Wikipedia-Eintrag. nee, ich wusste durch einen Mitschüler, der hat das ab und zu mal gemacht, dass wie die Hörspielredakteurin heißt vom SFB. Und dann waren wir auf der Funkausstellung mit der Klasse. Ah, okay. Und dann hatte der SFB da einen Stand und dann bin ich halt zu der hin und meinte, ich kann das auch. Hatte ein halbes Jahr vorher den Vorlesewettbewerb meiner Schule gewonnen. Also vorlesen konnte ich irgendwie immer. Ich konnte auch schon, bevor ich zur Schule gegangen bin, lesen. Also das einzige Talent, was ich wirklich habe, ist Lesen. und dachte dann halt, ja gut, also das schaffe ich auf jeden Fall auch. Und die hat mich dann tatsächlich eine Manuskriptseite vorlesen lassen, meinte, ja, super, hier ist meine Nummer, ruf mal an. Okay. Dann hat sie mich eingeladen, dann hier im Haus des Rundfunks. Was ich als Kind sehr spannend fand, weil die hatten noch einen Paternoster. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Den gibt es immer noch, den darf man nicht mehr so doll fahren, aber es kann sein, dass ich damit auch schon mal gefahren bin. Also ja. Ich habe es echt gefeiert. Und dann schon die Runde, ne? Ja, ja, ja. Natürlich. Eben. Ich wollte ja wissen, was passiert, wenn du oben oder unten bist. Warum denkt man eigentlich immer, dass man beim Paternoster umkippt? Also das hast du schon auch gedacht, oder? Ja, natürlich. Ja. Als Kind hast du halt die Logik nicht so ganz im Kopf. Aber als ich da drin stand, habe ich es verstanden. Ich meine, ich war 20 und ich habe das auch gedacht. Ja, okay. Ich habe das wirklich. Ich war da drin und hatte so richtig, dann kommt ja diese Schilder mit, sie müssten jetzt aussteigen, weil jetzt kommt gleich die Wende und alles gefährlich. Ding, und ding, ding, so, ding, ding. Ja, mal sehen, was passiert. Ich habe halt einfach wirklich gedacht, dass sie so rumgehen und dass man dann auf dem Kopf steht, aber natürlich nicht. Nee, aber ich habe auch nochmal genau hingeguckt, wenn du einsteigst, siehst du ja, okay, nee, das unten muss unten bleiben. Also das kann sich jetzt nicht zum Boden drehen. Also der Boden kann nicht zur Decke werden. Aber ich bin auch nur oben rum. Unten habe ich dann sein gelassen. Ich bin ganz zur Runde gefahren. Und das war dann eh geil, weil da gab es dann diesen T5, der Tonraum, wo dann die ganzen Hörspiele gemacht wurden. Und da lag halt noch der ganze Krempel auch immer vom Geräuschemacher rum. Und das war für mich als, wie alt war ich, 9 oder 10 oder sowas, natürlich unglaublich spannend. Ja, cool. Super geil. Die ganzen verschiedenen Bodenbelege für die Trittgeräusche und dann irgendwie so eine Kiste mit alten Bändern, womit dann Blätterrascheln hergestellt wurde und so. Das war total spannend. Und dann hier ein Mikro, da nochmal Stellwände, um es irgendwie trocken klingen zu lassen. Regisseur saß mit Tonmeister immer eine Treppe hoch, also es waren dann auch räumlich höher gestellte Menschen. Natürlich. Also, ja, das war schon ziemlich geil. Naja, und da habe ich dann halt ganz viele Sprecher kennengelernt, also Synchronsprecher, ältere Kollegen. Weil ihr im Ensemble aufgenommen habt, die Szenen größtenteils? Also das fand ich ziemlich geil auch immer. Also du hast wirklich dann auf die natürlich viel von den älteren Kollegen abgucken können. Ja. Waren immer mindestens zu zweit oder zu dritt dann ums Mikro rum. Dann hast du dir so deine Handgriffe überlegt, wie du jetzt die Seiten hältst, damit man das Blättern nicht hört und so. Konntest dich gegenseitig anspielen. Ja. War schon ziemlich geil. Und also mein Talent wurde durchaus bemerkt von den älteren Kollegen, aber auch mein Lispeln. Also ich habe als Kind ganz toll gelispelt. Was die aber ganz süß fanden. Weil so als 10-Jähriger so für Sonntagmorgen Kinderhörspiel. Okay. Ganz niedlich, aber dann hat mich mal, ich überlege gerade, Winfried oder Wilfried Herbst, auch so ein altes Berliner Original. Also muss auch schon lange tot sein wahrscheinlich. Der hat mich mal beiseite genommen und meinte, du, wenn du da was machen möchtest in der Richtung, solltest du vielleicht mal an deinem S-Fehler arbeiten. Und bis dahin wusste ich nicht mal, dass ich lispel. Ah ja, okay. Schön. Den Tipp gegeben. Schön, dass es keiner erzählt hat. Ja, nee. Wir haben mich halt irgendwie gefeiert, trotz des Lispelns. Dann habe ich mir halt eine Sprecherzieherin gesucht, um das Lispeln loszuwerden, was ich heute immer noch manchmal habe, wenn ich nervös bin. Interessant. Okay. Und also da war dann so Till Hagen, Engelbert von Nordhausen, keine Ahnung. Björn Schaller war ja damals schon eins der begnadetsten Synchronkinder überhaupt. Der hat halt gesagt, Synchron ist viel geiler als Hörspiel. Und mach das mal und melde dich mal bei den Firmen. Und dann habe ich halt irgendwie eine Nummer von der Interopa bekommen, habe da angerufen. Und die haben mir dann die Chance gegeben. Aber das hast schon alles du gemacht? Ja, das war schon mein Antrieb. Das ist ja schon eine abgefahrene Energie für
Was sagst du, so 10 Jahre? Na, 10 Jahre. Mit, ja. Mit Synchron habe ich dann so mit 12, glaube ich, angefangen. Sowas. Ja, trotzdem. Also wenn ich glaube, ich habe sowas nicht gemacht. Also sowas, nee, in der Richtung. Also ich habe auch hier Schultheater und so. Ich wollte immer die Hauptrolle spielen. Ich wollte immer die größte Rampensau. Also ich wollte immer ganz weit vorne sein. Ich wusste, es muss irgendwas mit Schauspiel werden. Und wir hatten keinen Fernseher, bis ich, glaube ich, 12 oder 13 war zu Hause. Ich saß halt fast den ganzen Tag, wenn ich dann mal Freizeit hatte, vorm Radio. Okay. Und das war für mich so der Job, den ich machen wollte, Radiosprecher. Da wusste ich nicht mal, dass es sowas wie Synchron überhaupt gibt. Und cool. Deswegen, da habe ich dann wirklich echt gekratzt und da in die Richtung wollte ich. Und dann war quasi Synchronsprechen nochmal so das Topping. Mhm. Das war dann nochmal so die Übererfüllung meines Traums, den ich dann quasi mit 12 schon erfüllt hatte. Also da war dann auch nicht mehr viel mit, ich will Feuerwehrmann werden oder Pilot oder sonst irgendwas. Dann war klar. Was haben denn die Eltern dazu gesagt? Also alleinerziehende Mutter, aber die hat natürlich mich komplett supportet. Also, ja, voll geil. Also. Weil es gibt ja immer, wenn es in so eine Richtung geht, auch Elternteile, die so eine Schutzhaltung irgendwie einnehmen mit, das ist aber so ein Bereich, der ist so schwierig und willst du nicht was Richtiges und so, das gibt's ja doch auch immer. Nee, aber meine Mama ist eine Althippie, also wirklich so 68er. Okay. Standardspruch von ihr war, mach da, was du willst, machst ja eh. Der und war schon, stimmt der, wahrscheinlich. Leider, auch. Ja. Also ihr war auch sehr klar, umso mehr sie mir was verbietet, desto mehr habe ich Bock drauf. Ja, okay. Also es zog sich da war sie zu klug und hat das verstanden. Ist auch Pädagogin, das kommt dann schwer hinzu. No, okay. Ja, meine Mutter auch. Deswegen, also da war nie ein Ausbremsen oder sonst irgendwas. Also sie hat schon gesagt, probier, dass du irgendwie einen Schulabschluss fertig baust. Brich jetzt bitte nicht gleich ab. Ich habe es dann bis zur 10. geschafft. Und dann wurde ich gegangen, mehr oder weniger. Also, bin dann so sitzen geblieben mit einem Zeugnis, was ich im Nachhinein sogar hätte anfechten können. Okay. Ja, da wurden dann Noten nicht zusammengelegt, die zusammengelegt hätten werden müssen. Aber egal. Ist wahrscheinlich war mir auch irgendwann auch Wurst. Ja, okay. Und meine Klassenlehrerin damals kam dann auch zu mir an und meinte, na, seien Sie doch froh, Marcel, jetzt haben wir Ihnen die Entscheidung abgenommen, ob Sie Abitur machen oder das hauptberuflich machen. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie so lebensbestimmt auf mich einwirken. Ja, gut, aber wie gesagt, ich war auch ein Arschloch-Teenie, also... Es kommt ein bisschen zurück dann an der Stelle. Ja, ja, okay. Das war karmatechnisch durchaus verdient, die Ansage. Ich frage mich, wenn man als 9-Jähriger oder 10-Jähriger sein eigenes Geld verdient, weißt du noch, was du mit deinem ersten Geld gemacht hast? Na, gar nichts, weil meine Mutter, da hat sie auf jeden Fall einen Daumen drauf gehabt. Nee. Ich durfte an die Kohle nicht ran, bis ich 16 war. Ach komm. Das kam alles auf ein Sparbuch. Okay, dann hat es aber mit 16 wirklich schon ein bisschen was beiseite geschafft. Ja, da war ordentlich Kohle vorhanden. Aber was hast du dann gemacht damit? Naja, also ich bin ja auch in relativ bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Wie gesagt, meine Mutter alleinerziehend. Ja. Pädagogin, da verdient sie jetzt auch nicht gerade viel. Auf gar keinen Fall. War auch 2 Jahre arbeitslos und so. Also wir haben schon eher gucken müssen immer. Mhm. Und so in dem Geist bin ich halt erzogen worden. Und deswegen war auch, als ich die Kohle dann verfügbar hatte, klar, okay, ich kaufe mir jetzt nicht ein Auto, was ich eh nicht brauche, um dann in 2 Jahren einen Führerschein zu machen. Sondern also es war dann schon klar, wenn ich jetzt da rangehe, dann für was ich auch wirklich brauche. Also die erste große Anschaffung, die ich dann tatsächlich erst mit 18 getätigt habe, war ein großes Bett. Geil. 2x2 Meter, Regale, komplett Holzbett mit einer Rosshaar-Matratze für damals, glaube ich, 3.500 D-Mark oder sowas. Geil. Und ein Fernseher. Erschreckend unaufgeregte erste Tätigkeit. Voll. Also der Fernseher war mir sogar wichtiger und das Bett war aber sowas, wo ich dachte, okay, da machst du jetzt keine Abstriche, das hast du wahrscheinlich ein paar Jahre. Hattest du es ein paar Jahre? Ich habe es letztes Jahr entsorgt. Erst dann? Ja. Ja, krass. Ja, dann hast du es auf jeden Fall noch ein bisschen gehabt. Voll gut. Ja, ich hatte dieses Scheiß bei 20 Jahren, bis meine jetzige Freundin dann gesagt hat, okay, jetzt ist mal langsam Schluss mit den Kindern bewegen. Weg damit. Ja, voll gut. Also ich kann den Reiz eines großen Bettes verstehen, aber ich habe seit so Jugendalter, habe ich ein 1,40 Bett. Oh. Auch jetzt noch, das auch tut mit mir meinem leid. Freund. Nee, ehrlich gesagt finde ich das, also wenn man das auch einmal so zu sich dran gewöhnt hat, dann bleibt das, also dann ist das ja auch einfach eine Gewöhnung. Okay. Wenn ich das Gefühl, wir schlafen auf einmal in einem großen Bett, weil man irgendwie, keine Ahnung, im Hotel oder irgendwie bei Eltern oder so, wo das mal auch größere Betten gibt, dann ist so, hallo? Bist du noch da? Ich finde das eigentlich auch ganz schön mit so einem, aber das ist die pure Gewöhnung. Wenn man das, glaube ich, einmal groß hat, ist das auf einmal, wenn es eng wird, so, ey, ist mein Platz, geh weg. Also ich tue mich da total schwer, wenn ich jetzt in einem Hotel bin und das ist kein 2x2-Meter-Bett, das ist dann schön. Okay. Weil ich habe natürlich dann jetzt nochmal richtig dekadent zugeschlagen, habe mir so ein Boxspringbett geholt, 2x2 Meter mit Mikro, Schaum, Remember Me, keine Ahnung was, Topping. Ich liege wie auf Wolken. Das ist so geil. Das ist der beste Kauf aller Zeiten. Sehr, sehr gut.
Betten haben, erstmal verbringt ja so viel Zeit da drin. Das ist schon sinnvoll, darüber nachzudenken. Ja, und in dem jetzt vor allem, ich will morgens überhaupt nicht mehr aufstehen. Also ist wirklich, du machst es auch und denkst so, oh ja, schön. Auf der linken oder auf der rechten Seite? Linke Seite tatsächlich. Wenn man liegt oder wenn man... Also wenn man liegt. Also wenn Kopfende und dann liege ich auf der linken Seite. Ja, ist auch. Meine Freundin auf der rechten, weil wir auch beim Kauf tatsächlich zwei Matratzenhärten dann nehmen mussten, hat uns die Verkäuferin aufgeschwatzt, weil Frauen wiegen ja weniger. Und deswegen, weiß nicht, ob die dann weicher oder härter ist, die Matratze, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat sie einen anderen Härtegrad. Wir haben aber keine Besucherritze, also es ist dann auch alles so abgedeckt. Du magst es nicht, aber die Matratzen sind angeblich unterschiedlich hart. Keine Ahnung. Selbst wenn nicht, es funktioniert. Ich schlafe ja eh nur auf meiner Seite. Ja, okay. Das verdammte Bett ist groß genug. Also. Gut, wenn sie mal nicht da ist, dann strecke ich mich komplett aus. Dann mache ich auch mal die Diagonale. Ja, geil. Ja doch, ich kann auch diese Vorzüge durchaus nachvollziehen. bist du denn hier in Berlin wohnungstechnisch viel rumgekommen? Geht so. Also ich habe jahrelang in WGs gewohnt. Mhm. Mit meinem besten Freund damals gleich nachdem er sein Abi gemacht hat. Also ich wollte eigentlich schon mit 16 ausziehen. Ja. Also nicht, weil ich nicht mit meiner Mutter klargekommen wäre, aber ich war halt schon selbstständig und wollte eigentlich raus. Ja. Für mich war aber auch klar, ich möchte nicht alleine wohnen. Also ich will irgendwie WG, wenigstens einen Mitbewohner. Und musste dann halt warten, bis meine Jungs irgendwie alle ihr Abi fertig gebaut hatten, weil für die war klar, vorher geht gar nichts. Mhm. Dann hat der noch Bundeswehr gemacht und als der dann fertig war, haben wir gesagt, okay, komm, jetzt können wir zusammenziehen. Okay, cool. Und dann sind wir erstmal in der Kantstraße gelandet und aus der Wohnung dann auch relativ schnell wieder rausgeflogen. Gab schon eine relativ legendäre Silvesterparty, zu der ich mich noch habe nötigen lassen, weil ich habe keinen Bock auf die Leute. Und dann hatten ein paar unserer Gäste die tolle Idee, auf eine türkische Familienfeier auf der anderen Straßenseite Pyros abzuschießen. Ah, so eine gute Idee. Ja, woraufhin die jungen Männer dieser Familie dann unser Haus gestürmt haben. Und dann kam die Polizei. Und das war dann auch, nachdem ich schon, glaube ich, zwei Wasserschäden bei der Nachbarin unter mir verursacht hatte durch... Also auf jeden Fall zwei Wasserschäden. Naja, und dann am 2. Januar stand dann die Vermieterin auf der Matte und meinte so, ihr habt noch 2 Wochen Zeit zum Ausziehen. Schön. Ja, das war die erste eigene Wohnung. Kantstraße 58, genau Wilmersdorfer Straße. Also man kann auch ruhiger wohnen. Okay. Das heißt, du hattest eigentlich schon zu der Feier eine Intuition, die sich dann bewahrheitet hat. Ich kenne halt meine Freunde. Ja. Vor allem zu der Zeit, so mit Anfang 20. Nur auf die Kacke gehauen, die Jungs. Ich war ja auch kein Kind vor Traurigkeit. Ja, dann haben wir so übergangsweise in so einer kompletten Dreckslochwohnung gewohnt von dem Bruder von meinem Kumpel. Und sind dann mit noch einem anderen Freund zusammengezogen. Mit Flo. Der war dann auch mit in Spanien dabei. Okay. Ich finde schon, echt 2 Wochen ist auch nicht viel. Aber damals gab es wahrscheinlich auch nicht so große Wohnungs... Oder gab es damals auch schon? Also wir hatten null Stress. Also ich meine, das war da die Übergangswohnung. Das Geile war ja auch, als ich bei meiner Mutter ausgezogen bin, wir hatten eigentlich war es eine Durchgangstür vom Wohnzimmer zu meinem Kinderzimmer. Da war halt so eine Trennwand drin und ich bin ausgezogen, besuch sie nach 5 Tagen, die Trennwand ist rausgerissen und sie hat sich ein schönes, großes Esszimmer, Wohnzimmer gebaut und ich sitze nur da und denke so, okay, hier komme ich wohl nicht wieder unter. Ich kommt man nicht mehr rein, schade. Mutti will mich nicht mehr haben. Du kannst ausziehen, die Katze bleibt hier. Das war so einer ihrer Sprüche. Schön. Ja. Okay. Das heißt, du hast dann nach der Schule wahrscheinlich einfach Geld verdient. Ja. Also hauptsächlich gearbeitet und synchron auch dann gemacht. Eben auch schon mit 16, was für mich ein großer Bonus war, war, dass viele in meinem Alter tatsächlich die Schule noch fertig gemacht haben. Mhm. Und ich einer der wenigen war, die in dem Alter schon Vormittagszeit hatten. Also ich wurde dann gar nicht vom Link gebucht, weil ich so toll war, sondern einfach, weil ich Zeit hatte, weil ich verfügbar war. Das hat mir sehr in die Karten gespielt, weil da war ich ja wirklich noch am Anfang. Ich habe ja angefangen mit Kindermenge, dass du da wirklich mit 8 kleinen Kindern stehst und den Schulhof bedienst. Und hatte die erste Hauptrolle bloß dadurch bekommen, dass Björn Schaller in Stimmbruch gekommen ist und die dann neu casten mussten. Da wäre ich auch noch fast umbesetzt worden, weil ich da eben auch dieses Nervositätslispeln hatte. Ah, scheiße. Wird komplett aufgeregt, erste Hauptrolle, keine Ahnung was. Und dann war aber dankenswerterweise, da bin ich Simon auch bis heute dankbar für, am 2. Tag Simon da. Der hat meinen großen Bruder gesprochen. Und der hat nur. Der Jäger Simon. Ja, der Jäger Simon. Der hat nur Faxen gemacht. Also ich habe mir die ganze Zeit den Bauch gehalten vor Lachen. Und dadurch war ich dann so locker, dass das alles lief. Ach cool. Also der hat mich komplett aufgelockert, weil der wirklich nur Späße gemacht hat, mich auch mal so ein bisschen bei der Hand genommen und ja, und du kannst auch mal proben, bevor die Aufnahme kommt und so. Also der hat quasi damals meine Synchronkarriere gerettet, dadurch, dass er Faxen gemacht hat. Krass. Okay. Habt ihr noch viel miteinander zu tun? Geht so. Also war mal dicker. Ja. Aber ich meine, dieses so ist, verläuft sich halt. Ja, klar.
Aber wir haben ja auch diese Pokerrunde bei David Nathan, wo jetzt Simon auch in letzter Zeit des Öfteren dabei ist. Ah, es gibt eine. Was mich sehr freut. Also ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aber wir sehen uns also privat eigentlich gar nicht mehr. Aber also jetzt nicht, weil irgendwie Beef wäre oder so, sondern hat's ja noch. Ja, na klar. Wenn du so viel in Spanien und Argentinien rumreist, ist denn, also Reisen ist dann schon etwas, was. So, das soll ich, bevor ich hier irgendwas, soll ich mal was Neues, ich hole mal was Neues. Ja. Ja. Ich wollte ja gar nicht so schnell trinken, aber ja, immer her damit. Doch, doch. Nochmal das Edelstoffmäßige. Sehr gern, ja. Gut. Du kannst irgendwas erzählen, ich höre mir später an. Kein Wort verstanden, aber du hast auf jeden Fall recht. So, jetzt frage ich mal zu Ende. Ist denn Reisen irgendwie etwas, was dich da... Mir ist was eingefallen, was du rausschneiden kannst, meine Hochzieherei. Ich habe leider einen leichten Schnupf. Ach Gott, die ganze Zeit am Hochkreuzen. Tut mir leid. Ah, geil, natürlich mit Feuerzeug. Nee, ja, bin ich halt ein Proll. Ist das noch mit abgestandenem Bier okay? Ja. Also, ja. Scheiß drauf, wenn du kein Wasserglas nimmst. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren gelernt, das mit dem Feuerzeug hinzukriegen. Yay, aber ich habe immer Angst, das kaputt Applaus, zu machen. Applaus, Applaus. Aber du hast es bitte nie mit den Zähnen aufgemacht. Na, um Gottes Willen, nein. Kann deine Freundin das mit so diesem Augen... Ja, mit dem Jochbein. Oh, ich glaube, Dennis Schmidtfors kann das. Ganz gruselig. Also, es ist irgendwie auch... Das ist so ein Unfallfaszination. Man schaut ja schon hin. Ja. Man will es auch sehen, ob es wirklich funktioniert. Und es funktioniert, aber es ist unschön. Die Faszination des Grauens, das möchte man nicht haben. Nee. Das ist wirklich irgendwie unschön. Ja. Oh. Ja. Okay, Reisen. Ja. Ist das was also oder ist es nur, fühlt sich das nur so an, wenn da so ein paar wäre schön, wenn ich es wieder so hinkriegte. Also es war eine Zeit lang tatsächlich so, dass ich es geschafft habe, immer die kalten Kack-Wintermonate, weil jeder hasst Berlin im Winter, dann in irgendwelchen warmen Ländern zu verbringen. Und da war dann halt auch so mein Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich schaffe das auf jeden Fall spätestens im Februar für 4 Wochen abzuhauen. Dann habe ich mir aber eine Synchronregie ans Bein gebunden, American Horror Story, die ersten 5 Staffeln. Und das war tatsächlich immer der Zeitraum November bis Februar. Und ganz kurzfristig geliefertes Material. Und also wir haben dann 2 Wochen gedreht, 1 Woche Pause, 2 Wochen gedreht, so ungefähr. Und dadurch wurde mir dann 5 Jahre lang quasi mein Winterurlaub zunichte gemacht. Voll gut. Ja, deswegen habe ich es dann auch irgendwann abgegeben. Weil also ich neige dann, habe ich auch gemerkt, tatsächlich zum Winterblues. Mhm. Habe ich mit Sicherheit nicht exklusiv. Und dann sowas zu machen wie Horror Story, wenn du eh schon irgendwie schlechte Laune hast und kein Tageslicht siehst, war für die Psyche einfach nicht gut. Mhm. Es war einfach nicht gut. Also ich hatte so einen Moment, es war dann so eine Staffel, da steht dann einer da, hat eine Gasmaske auf und trägt eine Lederschürze und vergewaltigt eine Frau und peitscht sie gleichzeitig tot. Hey! Und da dachte ich so, nee, jetzt reicht's, Alter. Ja, oh Gott. Nee, also noch eine Staffel und ich hänge mich in den Schrank. Okay. Nee. Also ich habe Sehnsucht nach fernen Ländern. Auf jeden Fall spanischsprachige Länder muss ich auch ein paar bereisen. Mhm. Habe ja von Südamerika wirklich bisher nur Argentinien, Chile und Peru gesehen. Mhm. Konrad ist ja zum Beispiel mit einer Ecuadorianerin zusammen. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Mexiko, wenn man sich wieder hintrauen kann. Jetzt kommt aber leider hinzu, dass ich umso älter ich werde, auch umso grüner werde ich. Also jetzt, Greta Thunberg hatte mir nochmal was ausgelöst. Ja, tatsächlich. Wirklich? Abso-fucking-lutely. Und deswegen probiere ich mich da irgendwie in Anführungszeichen zu disziplinieren. Also ich habe schon mit meiner Freundin streiten müssen, weil wir jetzt im September für 12 Tage nach Mallorca fliegen. Mhm. Wo ich dann auch meinte, gut, dann fliegen wir aber die nächsten 2 Jahre nicht mehr in Urlaub. Ja. Einfach so für die Bilanz. Und das hat schon für ein bisschen schlechte Stimmung gesorgt. Ja, wir diskutieren das auch im Freundeskreis. Genau dieses Ding. Und es ist dieses Jahr, am Anfang des Jahres hatten wir so ein paar Pläne. Und deswegen, ich fliege dieses Jahr in die USA, das allererste Mal. Und es ist aber auch das allererste Mal, dass ich überhaupt so weit fliege. Okay. Und trotzdem war das eigentlich so ein, macht man es jetzt? Mhm. Also sowohl Trump-mäßig und macht man es auch umweltmäßig? Und ich hatte aber auch am Anfang des Jahres so viel zu tun, dass ich irgendwie so dachte, oh, ich will aber auch irgendwie mal weg. Mhm. So, gern wirklich mal weg. Ich meine, wenn du nicht jedes Jahr 3 Urlaube mit Flugzeug machst und eine Kreuzfahrt alle 2 Jahre, dann finde ich, verträgt es dein Carbon Footprint auch, dass du mal eine längere Reise machst. Das sollte irgendwie auch okay sein, beziehungsweise selbst wenn man es ja irgendwie CO2-neutralisiert macht, es ist so ein halbes Sündenerlass-Ding. Aber obwohl die Projekte, die da unterstützen, ja durchaus was bringen. Ja, so, das ist, wobei ich da auch gehört habe, dass die Kohle nicht unbedingt immer da ankommt. Genau, das ist hätte, genau das Hauptproblem, was ja immer passiert bei solchen zwischengeschalteten Sachen. Ja. Ich weiß ernsthaft nicht mehr, wo ich hin wollte mit meinem Satz. Punkt. Amerika fliegen, keine Ahnung. Ja. Wurst.
vollkommen wurscht. Also ich werde jetzt nicht zum Ökoterroristen, aber ich werde tatsächlich wirklich, also gerade in den letzten zwei Jahren, und ich bin auch heilfroh, dass es sowas wie Fridays for Future gibt. Ja. Weil ich schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habe, dass irgendwie vielleicht nochmal eine Generation an den Start kommt, die ein bisschen was bewegt, weil meine war kacke, die Leute, die 10 Jahre jünger sind, jetzt so Anfang 30, die haben auch nichts gemacht, aber jetzt so die Anfang 20-Jährigen kümmern sich. Und ich fand das echt abgefahren. Ich habe ganz am Anfang gedacht bei dieser Bewegung, ach, scheiße, dass die jetzt bald wieder aufhören werden. So, ja, das habe ich wirklich man denkt die ganze Zeit. Es flackert gedacht, auf. Weil so viel, es gab so viel Gegenwind von so vielen Seiten, die, wo man auch wusste, dass es passieren würde, weil natürlich wird eine CDU nicht anfangen, Hurra zu schreien und auch eine FDP nicht und so. Es gibt natürlich ein ganz paar Nasen, die so ein bisschen dagegen wettern. Und da habe ich gedacht, das könnte wieder medial einfach so sein, dass es irgendwann wieder weg ist. Und es war so schön, dass es irgendwie die ganze Zeit blieb. Nee, die bleiben am Start. Und jetzt ist es so. Ich glaube auch tatsächlich, dass die eine ähnliche Richtung einschlagen wie die Grünen damals, die ja auch als reine Protestbewegung angefangen haben und mittlerweile eine etablierte Partei sind. Also ich glaube, da kann wirklich was Gutes draus entstehen. Und das sind ja auch jetzt keine ja-sagenden, doofen Teenies, die beschäftigen sich ja wirklich. Ja. Das macht mir so einen Mut, dass da wirklich eine Generation ist, die sich einen Kopf macht und tatsächlich auch langfristig denkt und so. Also da bin ich einigermaßen versöhnt. So scheiße, wie die Welt gerade tickt. Mhm. Aber das macht mir ein bisschen Mut, dass es doch nochmal vielleicht eine gute Wendung nehmen könnte. Ich hoffe das auch und ich habe das, also ich spüre das auch bei mir, dass es Veränderungen gibt, wenn es um so Verpackungen geht. Mhm. Es gibt, also ich meine, ich wohne hier in Moabit und ich kaufe in ungefähr allen Läden auch einen, die es da so gibt und so. Ja. Aber es gibt ganz viele Geschäfte, wo ich auch da stehe und so denke, kaufe ich das jetzt wirklich hier oder gehe ich doch nochmal rüber in den Bioladen und hole es einfach mal nicht eingepackt, weil es mich einfach nervt, dass einfach Paprika einfach immer fucking angepackt sind oder irgendwelche andere Sachen einfach immer noch irgendwie im Plastik außenrum das haben. Das Absurdeste finde ich, also gibt es ja so Bilder, die dann auch gerne mal geschickt werden. Ich bin zwar nicht bei Facebook, aber ich kriege gerne mal die Fotos gezeigt von einer in Plastik eingeschweißten Banane. Ja, oder nur so drunter steht, schade, dass die Natur nicht von sich aus Verpackungen entwickelt hat. Genau. Ja, schade. Oder so drei so Ananasscheiben in einer Styroporschale. Ja. Und da kriege ich aber auch wirklich schlechte Laune. Ja, also da steigt bei mir auch so die komplette Verständnis aus. Viele Sachen davon. Nespresso-Maschinen sind für mich der Teufel. Ja. Die kamen an einem Punkt auf den Markt, wo ich dachte, die Menschheit ist weiter. Da dachte ich wirklich, okay, das ist jetzt der Abgesang des Abendlandes. Jetzt bringen sie was raus, wo Aluminiumkapseln für verwendet werden müssen. Und dann haben sie halt auch noch funktioniert. Also, ja, schmeckt ja auch. Also das, ja, na klar, aber es ist so ein bisschen. Immerhin gibt es ja, also es gibt ja jetzt welche, die man einfach im Biomüll werfen kann. So natürlich, aber auch das hat wie viele Jahre gebraucht? Nochmal fünf Jahre oder so? Das war einfach zu lang. Viel zu lang. Einfach vollkommener Quatsch. French Press halt hatten wir. Einfach immer Kaffeepulver rein, Wasser drauf, runterdrücken. Okay. Ja, ich habe eine Kaffeemühle und so eine Drehkanne. Und machst du so einen Espresso-Kocher oder was? Ja, oder? Cool. Kaffetell, ich weiß nicht. Gibt es dafür in Deutschland? Lity, ja, sowas, genau. So ein Ding, ja. Genau. Aber obwohl das auch eine Marke ist, aber. Ja, well. Aber ich mache meinen frisch gemahlenen Kaffee da rein, stelle auf den Herd. In 3 Minuten ist das fertig. Ist eine elektrische Mühle oder machst du es per Hand? Nee, elektrisch. Ja. Aber ich habe Ökostrom. Ich hatte das am Anfang auch wirklich einfach aus. Es gibt ja irgendwie, so, warum auch immer, manchmal so Nostalgieanflüge. Habe ich Kaffee einfach mit so einer Mühle gemacht, die ich von meinen Schwestern geschenkt bekommen habe. Und es war auch immer total nett, aber es hat auch immer so 10 Minuten gedauert, bis es dann mal durch war. Das nervt ja dann noch. Und weil ich ja auch einfach keine Morgenperson bin, absolut nicht. Ja, die wenigsten. Das gibt doch ein paar Leute. Ja, also ich funktioniere morgens. Ich bin sogar für meine Freundin auf, wenn ich auspennen kann, um ihren Kaffee zu machen. Aber da bin ich komplett im Autopilotenmodus. Ja, okay, also. Ja, das kann ich gut verstehen. Und das ist das Gleiche als bei dieser Mühle. Man ist halt einfach rumgelaufen in der Mühle und hat versucht, so mit dem Fuß Sachen rumzuschieben, damit die an den richtigen Bleibfleck kommen. Und dabei dreht man die Mühle so rum. Das ist auch vorbei gewesen irgendwann. Nee, ich habe so ein Teil, wo du oben drauf drückst, in 30 Sekunden ist der Kaffee fertig. Ja, das ist und dann riecht es halt schon lecker nach frisch gemahlenem Kaffee. Ich muss sagen, jetzt haben wir einen Kaffeevollautomaten geschenkt bekommen. Mhm. Auch das ist sehr nett. Auch hatte da ich vorher, aber okay. Ich hatte halt einen Jura. Ja. Das ist eine Schweizer Firma oder so. Und da war das mit der Wartung und so ein bisschen schwierig. Also da hätte ich das ganze Ding immer einpacken und in die Schweiz schicken müssen, damit das Teil gewartet und gereinigt wird. Wirklich? Und das hat dann halt irgendwann mal abgekackt und ich fand den Kaffee jetzt auch nicht so geil. Okay. Hab mir auch nicht das teuerste Modell gekauft, aber trotzdem. Ja, also, fand es jetzt nicht so porno. Ich finde es ganz gut bei uns. Also ich meine, es nimmt einfach unglaublich viel Platz weg in einer Wohnung, wo nicht so viel Platz da ist, es ist immer anstrengend, aber wir haben einen Fleck gefunden, wo es nicht so auffällt und
Ich bin eh nicht so der große Kaffeetrinker, aber wenn, dann finde ich es ganz gut, dass ich dann einfach nur diesen Knopf drücke. Ja. Dann kommt es da raus. Ich mache den Mischung dann wenigstens selbst. So, okay, das kriege ich noch hin. Und dann, ja, okay. Dann ist es fertig. Das ist die ganz bequeme Lösung. Aber wenigstens keine Kapseln. Nee, auf gar keinen Fall. Da haben wir angefangen. Genau. Ja, sehr gut. Nee, weil ich habe ja auch die Wahl. Lidl ist quasi 3 Minuten entfernt von meiner Wohnung. Ja. Dance Bio-Supermarkt ist 8 Minuten. Ja. Und jetzt seit mindestens 2 Jahren gehe ich zum Dance. Ja. Auch wenn ich da dann in der Kasse stehe und jedes Mal einen Schreck kriege, weil für die Kohle, die ich da für 2 Zitronen, einen Ingwer und eine Apfelschorle lasse, kann ich bei Lidl für eine Woche einkaufen, so ungefähr. Ja. Aber mein Gewissen ist ein bisschen beruhigt. Ja, und ich glaube auch, dass diese ganzen, sei es Alnatura oder Bio-Company oder halt Dances, die, selbst diese Preise sind gar nicht so, dass ich denke, boah, die müssen aber einen Reibach machen. Selbst nee, das denke ich da ja überhaupt nicht. Und deswegen ist es irgendwie so, wenn man dann woanders ist und so viel günstiger, das muss ja irgendwo. Ja, ne? Also, das ist ja das Perverse, dass es so billig ist dann bei Läden wie Lidl. Und auch, dass Fleisch billiger ist als Gemüse, ist ja auch so ein das ist wirklich, alter Punkt. Also das kann eigentlich nicht sein. Ja, also ich glaube auch, mein Kaufverhalten hat sich, was das angeht, sehr, sehr verändert. Also ich werde da immer straighter. Das wird echt, also meine Freundin schimpft schon, weil ich echt immer anstrengender werde in der Hinsicht. Weil ich will halt auch die ganzen Fridays for Future Leute nicht nur feiern, ich will halt selber ja, klar. Dann gucken. Und das muss man auch machen. Und ich finde, das ist auch eine relativ kleine Sache, die man verändern kann. Und da geht es auch gar nicht darum. Also auch das ist natürlich eine Sache, wo man weiß, das sind dann, also das Geld muss man halt auch haben, um es ausgeben zu können. Ja. So. Aber das ist ja kein Argument dagegen. Also wenn man halt das Geld dann irgendwann mal hat oder sagt, ich kann mir zumindest einen Teil davon da kaufen und macht das halt, ist es halt gut. Ja, und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich es mir leisten kann. Ja. Ich habe auch keine teuren Hobbys. Ja. Hab kein Auto. Kein Schiff. Also das spart ja schon mal. Ich find's geil. Deswegen, also wenn ich für irgendwas viel Geld ausgebe, dann ist es für Essen. Also ob nun im Supermarkt oder halt auch mal einmal die Woche schick essen gehen. In einem guten Restaurant, das gönne ich mir dann halt. Das ist so mein persönlicher Luxus. Also bei Essen mache ich wirklich gar keine Abstriche. Ich koche auch gerne. Was kochst du denn gern? Ach nein, eigentlich so Hausmannskost. Also was ich von Oma gelernt habe. Ja. Dann aber so 2.0. Weil Oma war ja so Nachkriegsgeneration und gerne mal mit Maggi und so. Viel Butter. Ja, na wobei, Butter ist so. Nicht meine Oma war immer sehr viel. Ich glaube, Bocuse hat gesagt, als er gefragt wurde, was kann man statt Butter nehmen? Mehr Butter? Da gehe ich komplett konform, also Butter ist ein Geschmacksträger. Na klar. Nee, aber halt, also wirklich, Oma hat halt ganz viel mit Maggi und Fertigsuppen und sowas gekocht. Mhm. Das habe ich dann schon probiert, irgendwie auf ein frisches Lebensmittelniveau zu heben. Mhm. Mhm. Aber daran orientiere ich mich trotzdem, also weil, weiß ja jeder, was Oma kocht, schmeckt am besten. Und da hangel ich mich so lang. Und dann haben wir natürlich einen extrem mediterranen Einfluss. Also Italienisch kann, glaube ich, mittlerweile fast jeder kochen. Ja. Jeder weiß, wie man Spaghetti mittlerweile macht, hoffe ich zumindest. Ja. Ja, und so halt. Schön. Und dann gerne mal Chefkoch googeln. Ja, natürlich, genau. Mal so Rezept des Tages ausprobieren, keine Ahnung. Kennst du Captain Cook? Nee. Die App? Das ist eine, ich weiß nicht mal, ob das aus Deutschland kommt, aber ich glaube ja, das war so eine App, die machen jeden Tag 3 Rezepte nur. Mhm. Und die verschwinden auch wieder danach. Und du kannst sie halt aber speichern, wenn du willst. Und dann tauchen sie vielleicht auch mal nach einem Monat oder 2 Monaten auch mal wieder auf. Aber, aber es kommen immer wieder neue Sachen, die sind alle relativ leicht zu machen. Sehr, sehr angenehm, weil das ist eine gute Inspiration. Es sind auch so Sachen, die gehen relativ schnell, haben keinen hohen Einkaufsaufwand. Ja. Und ich koche auch sehr, sehr gerne. Das ist meine Entspannung, wenn ich nach Hause komme. Es ist halt einfach, dieses Einkaufen stört mich nicht. Ich habe Kopfhörer, höre mir irgendwas an, gehe durch den Laden, nichts stört mich. Dann bin ich an der Kasse, Kopfhörer ab, mal ganz kurz nett sein und dann. Ganz genau. Genau so halte ich es auch. Und dann nach Hause gehen und kochen. Und dann gibt es aber so Momente, man improvisiert ja auch mal viel und ist irgendwie auch nett, aber irgendwann ist es auch irgendwie schön, ein kleines Rezept zu haben, das man immer wieder verändert. Wo man sich dran langhangeln kann. Genau. Ja. Und da ist es gar nicht so verkehrt, weil Captain Cook, Chefkoch ist mir immer zu viel. Ist immer zu viel Auswahl. Also man muss immer suchen oder halt auch Rezepte des Tages und so. Also ich würde mal sagen, 5 von 6 Rezepten sind auch scheiße. Mhm. Also ich sepp mich da immer durch und denke so, ja, nee. Mhm. So machen wir das mal es nicht. Es gibt Worst of Chefkoch. Okay. Mhm. Nee, weil, weißt du, wenn ich Rezept lese, da steht schon, nimm TK-Fisch und nimm gekörnte Hühnerbrühe. So. Genau, yeah, fertig. Ja. What the fuck? Ja. Brauche ich kein Rezept für, Mann. Wir hatten, glaube ich, wirklich dieses Buch mal geschenkt bekommen. Es liegt
Nein, es lag mal kurzzeitig bei uns auf dem Klo rum als so Lektüre, wenn man mal so, weil das wirklich immer so eine kleine, so einen kleinen Einführungstext zu einem wirklich sehr bekloppten Rezept hat und dann sieht man auch die Bilder dazu und auch, das ist einfach unglaublicher Schwachsinn. Aber ja, das tummelt sich halt da und das ist das Gute in der App, dass man so, das ist halt kuratiert insofern, dass es halt diese drei Gerichte gibt und sind oft Leute, die eigene Foodblogs betreiben und so. Okay. Das heißt, es sind auch Leute, die auch ein Interesse daran haben, dass das, was sie da reinstellen, irgendwie sinnvoll ist und so. Das macht schon echt ganz... Ja, und nicht Tante Käthe, schreibt mal eben irgendwie. Nee, genau. Es ist Geld Spargel gemacht. Ja. Ich hatte das Oliver gefragt, weil er auch meinte, er kocht gern. Ich dachte, aber was kochst du denn gern? Hat er auch mal erzählt, dass er... Welchen Oliver? Rohrbeck. Ah! Und dass er das abgefahrenste Rezept, das er mal hatte, war, dass er so drei Tiere ineinander, also so richtig mit so Knochen raus und dann kommt das in das in da das. Da gibt's ja einen Namen so. Für. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es alles war, aber es war irgendwie so ein Vogel, ein Ente und Huhn, glaube ich. Ja. Irgendwie und, sowas. Das fand ich ganz abgefahren, weil das Dacken am Ende. So groß habe ich es auch wirklich noch nie gemacht. Ja, also so, das sehe ich auch nicht ein. Also würde ich vielleicht einmal im Jahr für irgendeinen Feiertag machen, dass ich mich da 5 Stunden in die Küche stelle und irgendwie 18 Gänge zubereite, aber ansonsten finde ich, Küche muss einfach sein. Und dann schmeckt es auch am besten. Ja. Und also den Aufwand, den du dann irgendwie 4 Stunden lang in der Küche betreibst, den magst du auch auf dem Teller auch nicht mehr. Ab einem gewissen Punkt nicht mehr, zumindest also nicht, wenn man es gelernt hat. Ist, ja, gut. Genau. Wenn es ein Schmorbraten ist, der 4 Stunden im Herd vor sich hinschmuggelt, ist der Arbeitsaufwand ja auch relativ gering. Ja. Das Ergebnis ist trotzdem Porno. Hammer. Ja. Aber ansonsten finde ich, also da irgendwie Shishi machen, wenn ich für Freunde koche, also ich koche ja nicht, um jemanden zu beeindrucken. Ich will, dass Leute lecker essen. Ja, ja, genau. Und sich einfach freuen. Wir hatten gestern, wir waren bei Freunden eingeladen und da gab es einfach nur ein Butternut-Kürbis mit Zimt und so einfach gebacken. Ja. Aber so wie sie das gemacht hat, war es einfach super geil. Aber es war an sich sehr, sehr simpel gedacht. Und es ist halt so, ja, das ist doch einfach saugeil. So. Das ist ja auch genau das, was ich halt an dieser mediterranen, an italienischen Küche so geil finde. Die nehmen halt richtig, richtig geile Zutaten. Mhm. Das Grundprodukt muss Hammer sein. Ja. Aber nicht viel Shishi. Ja. Knoblauch, Kräuter, Olivenöl. Zack. Aber was ist denn das, was du am meisten machst? Was ist dein Lieblingsessen? Also was ich meiner Meinung nach am besten kann, sind tatsächlich Rinderrouladen. Ha. Geil, ja, wie machst du die? Was fast jeder von sich behauptet, glaube ich, dass er die kann. Das würde ich von mir nicht sagen. Na, ich fange schon mal damit an, weil ich fand das, die von meiner Oma waren, wie gesagt, immer geil. Aber ich fand so diese halbrunden Zwiebeln immer ein bisschen bäh. Okay. Das fand ich immer schon ein bisschen kacke bei der Füllung. Und deswegen gönne ich mir den Spaß, dass ich halt vorher schon in der Pfanne die Zwiebeln anschmore. Relativ lange sogar. Und dann Speck in einer anderen Pfanne, das dann erst zusammenkippe und dann diese Speck-Zwiebel-Mischung schon mal nehme. Und nicht irgendwie eine große Speckscheibe in die Rinderroulade reinwickel, sondern so klein gehackte, knusprig gebratene Speckstreifen und diese angeschmorten voll Zwiebeln. Voll gute Idee. Ja, ich habe darüber ernsthaft noch nie nachgedacht. Aber weil dann schmeckt ja auch die Füllung richtig geil. Dann mache ich halt die Cornichon, nehme ich nicht irgendwie Gewürzgurken, sondern wirklich Cornichon. Ja, kleingehackt, also es ist dann halt ein Mischmasch. Also ich habe dann halt so eine Paste, die ich dann quasi in die Roulade reinschmiere. Und Senf nehme ich jetzt auch nicht irgendwie aus der Tube, irgendeinen Kacksenf, sondern dann meistens Dijon-Senf. Ja. Muss schon sein. Ja. Und zum Kochen natürlich guten Rotwein. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, dass man nur das zum Kochen nehmen sollte, was man auch trinken möchte und nicht irgendeinen Billigwein zum Kochen nimmt. Ja. Ja, und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Also es ist eine wirklich, ich denke gerade drüber nach. Ich habe vor einem halben Jahr gab es jetzt mal das gemacht, aber ich weiß, dass ich das roh reingehauen habe. Und ich weiß auch, dass es gibt viele Leute, die das roh nicht so mehr. Ich esse Zwiebeln tatsächlich roh. Ja, also wenn ich habe schon öfter gesehen, dass dann Leute einfach so die Füllung von der Roulade dann beiseite kratzen und dann einfach nur das Fleisch essen. Das ist schade, ja. Das ist so wie Spaghetti auf den Tisch stellen und einer fragt nach einer Flasche Ketchup. Also, da fühle ich mich in meiner Kochehre beleidigt. Weil die Füllung ist auch mit Liebe gemacht und die schmeckt auch verdammt nochmal. Die soll gut sein. Oder sie hat zu schmecken. Ja. Ich habe mich gerade daran erinnert, wenn ich jetzt Roulade machen würde, ich würde meine Mutter anrufen, bitte. Meine Mutter kriegt hauptsächlich Anrufe und sie weiß immer so, du willst ein Rezept, ne? könnte es sein, wie geht's denn dir? Und dann gern Rouladen kurz erklären. Bei mir ist es absurderweise mittlerweile andersrum. Wirklich? Meine Mutter fragt mich, wie mache ich den Spargel am besten? Und so eine Sache. Ja, sehr gut. Weil ich halt wirklich, also meine Großeltern haben auch
ich glaube, 3 Jahre bei uns im Erdgeschoss gewohnt, als ich noch zur Schule gegangen bin. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag Zeit, um meiner Oma beim Kochen zuzugucken. Meine Mutter hatte halt einfach keinen Nerv dafür. Ja. Und hat dann irgendwann gemerkt, okay, der Junge hat tatsächlich ein Faible für Kochen und findet das geil. Ja, und dann irgendwann kommt, nachdem ich ausgezogen bin, so, hey, würde hier gerne Schnitzel machen, wie mache ich das? Oder, muss da jetzt noch Zucker rein beim Spargel oder keine Ahnung. Also, ich meine, es gibt natürlich Rezepte, die kann sie 1000 Mal besser als ich. Mhm. Hat so ihre 5, 6 Sachen. Mamis Rezepte halt. Genau. Aber ansonsten, wenn es irgendwie so um Sachen geht, die sie noch nie gekocht hat, dann fragt sie halt mich, wie macht man eine Béchamelsoße? Irgendwie sowas. Ja. Das ist schon echt, also ich habe viel von meiner Mutter gelernt. Und ich frage so, es gibt so ein paar Rotkraut, Mutter, sag's mir nochmal. Ich weiß, wie es geht. Ich möchte mal in deinen Worten hören. So. Und es gibt so ein paar Sachen, die finde ich einfach immer wichtig. Aber klar, wenn ich zu Hause bin, ich koche auch schon andere Sachen und so mehr als sie wahrscheinlich mittlerweile. Da gab es ein Weihnachtsessen. Jetzt sollte ich die Gans machen. Und es war die Gans von so einem Biobauern von nebenan. Und ich wusste, was das Vieh an sich wert ist. Und ich wusste, wenn das Vieh jetzt kaputt geht durch irgendwas, was ich hier mache, das wäre sehr unschön. Ja, also das war auch wirklich das erste Mal, das war mir sehr unangenehm. Alter. Hey, du kochst ja so gern. Ja. Ja, aber keine ganzen Gänse, verdammt. Also doch, das kriege ich schon auch hin. Okay. Aber ich hatte selten so solche. Mhm. Das hat zum Glück dann auch geklappt. Aber das war wirklich die 3 Stunden Hätte ich auch einen Respekt. Also bei sowas, so ganze Tiere am Stück. Ist gar nicht so schwer. Meistens gar nicht so schwer. Meistens macht der alles der Ofen. Ja, aber ich meine, also gerade bei so einer Gans, dann hast du die außen geil und innen ist sie noch roh oder außen verbrannt und innen ist sie durch. Richtig zusammengebunden, richtige Füllung ist auch extrem wichtig. Improvisieren. Wobei, das habe ich tatsächlich in Argentinien gut geschafft, als wir da mit Konrad waren. Wir haben da Weihnachten und Silvester in Buenos Aires gefeiert. Ja. Wollten eigentlich noch eine Gans oder eine Ente auftreiben, was partout nicht mehr zu kriegen war, weil wir genau einen Tag vor Weihnachten losgegangen sind. Aber die hatten so genveränderte Monsterhühner, die ungefähr Gänsegröße hatten. Okay. Davon haben wir dann 2 Teile gekauft. Und so, ja, okay, Marcel, mach mal. Okay, noch nie gemacht, scheißegal. Wir nehmen Äpfel, wir nehmen Zwiebeln, wir nehmen Kräuter. Bums. Stopfen den Vogel, bis er platzt und dann ab in den Ofen, läuft. Ja, und haben dann da ein wunderbares Weihnachtsessen hinbekommen. Also haben auch wirklich, wir wollten eigentlich noch Party machen an dem Abend, aber es waren alle so fressnarkotisiert, dass dann nichts mehr ging. Also war schon ziemlich weit vorne, was wir haben nicht gedacht hätte. Im Studium Halbweihnachten für uns erfunden, weil Freunde, also wir hatten das ganze Studium, war wirklich so eine Gruppe zusammen, weil wir in Potsdam waren und die meisten kamen aus Berlin. Und wir waren die Einzigen, die halt in Potsdam auch wirklich gewohnt haben, weil wir da studiert haben. Und die haben halt Erasmus gemacht. Und es war halt klar, wir können kein Weihnachtsessen mehr zusammen machen. Ich hatte immer das Weihnachtsessen irgendwie mitgemacht. Und dann war es halt, okay, machen wir halt Halbweihnachten am 24.06. Am 24. Okay. Ne? Schön. Man verlagert es einfach in den Sommer. Schön. Vorhänge zu, Orangen auf dem Tisch, Musik an. Ja. Und es dauert wirklich nur 10 Minuten. Glühwein natürlich. Naja. Und es geht so schnell, dass man so eine blöde Weihnachtsstimmung auf einmal hat. Und natürlich wird dann halt auch 1 bis 3 Gänse gemacht oder Enten. Eher Enten. Und dann halt Rotkrautklöße, so alles selbst gemacht. Geil, dass du Rotkraut sagst. Was sagt man denn sonst? Na, Rotkohl, sagen wir, glaube ich, in Berlin. Ach echt? Ja. Oh, Rotkraut, sag ich. In Bayern sagen sie Blaukraut. Ah ja. Gott, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber es ist in jedem Teil Deutschlands anders. Also okay. Es heißt wirklich überall anders. Genau wie Frikadellen, Buletten, Fleischpflanzer. So eins von diesen Worten. Oder Schrippe, Brötchen, Semmel. Was sagst du dazu? Schon Buletten. Ja, nein, Berliner. Also ja. Das ist eine Bulette. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was bei uns... Da habe ich zu viel schon hier gewohnt, dass ich das nicht mehr... Ich will jetzt auch mittlerweile Bulette sagen. Ich glaube, in Sachsen sagen sie eh Bulette, oder? Könnte halt auch Frikadelle sein. Belele. Wie ist denn das überhaupt mit Akzenten drauf geschafft? Kannst du ein paar? Nee, oder ist hauptsächlich berlinerisch? Also meine Ex-Freundin ist zwar Potsdamerin, aber ihre Eltern sind vor 30 Jahren aus Leipzig nach Potsdam gezogen und sind immer noch krass am Sächseln. Und ich habe gerade bei Sächsisch immer den Impuls, dann selber loszusächseln. Ja, ich will es dann immer auch, machst du das reden. Aber die haben es gleich verboten, weil das irgendwie nicht so richtig klingt. Ja, das ist ganz schön, das passiert sehr oft, dass wenn man mal so kurz Pause hat bei den Aufnahmen hier, dass vielen Schauspielern und Schauspielerinnen so kurz das Sächsisch mal rausplatzt, einfach so, weil man mal so rumblödelt und so und Sächsisch bietet sich voll dafür an. Ja, das mache ich auch, wenn ich mich verspreche, dann rede ich dann noch weiter und Sächsisch. Und ich habe dann auch, also weil ich aus Sachsen komme und neben mir sitzt oft jemand, der auch aus Sachsen kommt und
ah, hallo, wo kommst denn du eigentlich her? So, dann klärt man mal ganz kurz die Verhältnisse. Ja, da habe ich aber gelernt, wo bist denn du eigentlich her? Ja, wo bist denn du eigentlich her? Ja, nicht wo kommst du denn her, sondern wo bist du denn her? Ah ja, naja. Es in Sachsen wird doch mit dem Kaufnetz in die Kaufhalle gegangen und einen Broiler gekauft. Na, Broiler, ja. Also Kaufhalle haben wir jetzt nicht gesagt. Das Problem ist, es gibt ja einen Unterschied zwischen Dresdner und Leipziger und Chemnitzer sächsisch. So. Das ist jeweils das die Leipziger und die Dresdner probiert mir zu erklären. Ich habe nicht wirklich einen Unterschied rausgehört. Aber echt? Das Geile war, dass auch die Leipziger der Meinung waren, dass sie besseres Deutsch sprechen als die Dresdner und die Dresdner der Meinung waren, dass sie besseres Deutsch sprechen als die Leipziger. Na, ich finde, die sprechen beide einfach sehr sächsisch. Ja. Aber ich finde, also die Dresdner, finde ich, die lassen es einfach ganz schön hängen. Weißt du, da ist also, und die sind immer krasser dabei. Die machen es so ein bisschen angespitzter nach vorne oben. Da geht es ein bisschen weiter so. So würde ich das genau. Mal so. Aber also ich komme eher aus der Dresdner Ecke, wo einfach das, ich finde nicht, dass es mehr Hochdeutsch ist, muss ich sagen. Das ist meine subjektive Beobachtung. Also ich war dreimal in Leipzig, weil eben die Eltern daher kommen, und einmal in Dresden. Also, und hatte das Gefühl, gut, ich habe dann auch mich mit relativ jungen Menschen unterhalten, die sich probieren, mittlerweile habe ich eh das Gefühl, den Dialekt runterzuschaffen. Mhm. Also, das habe ich auch sich dafür schämen oder probiert. Keine Ahnung. Das ist, also ganz im Ernst, ist, für Berlinerisch muss man sich ja nicht schämen, aber für das Sächsische. Ja, jein. Ach, schon. Ja, es ist halt gleich prollig. Also Berlinern ist immer gleich. Ja, okay, das verstehe ich, aber eigentlich ist es nicht so, ich finde Sächsisch ist so aufgeladen mit Dummsein. Ja. Also ich meine, da kann wirklich ein Professor vor dir stehen und irgendwas ganz, ganz Kluges erzählen. Ja. Und wenn das mit so einem Akzent kommt, weil das so gefärbt ist durch ganz verschiedene Sachen, ist es oft blöd. Und ich habe mich so komisch gefühlt manchmal, dass ich das, also ich habe mir das abtrainiert. Ich habe auch mit einem Kumpel überlegt, also wenn eine Frau richtig geil aussieht und dann den Mund aufmacht, welcher Dialekt würde dich davon abhalten, ihr einen Schlüpfer zu fassen? Das wäre Schwäbisch und Sächsisch. Weil die sehr ähnlich sind auch übrigens. Ja. Wirklich, also es gibt sehr, sehr viele Parallelen da. Das ist halt auch so ein bisschen weich und so und so ein bisschen verniedlichend. Also ich finde, die Schwaben haben ein bisschen mehr Anspannung drin, weil sie so ein bisschen so eine Grundspannung wohl haben. Und wir Berliner haben ja mit Schwaben eh ein Problem. Das kann sein. Schwabenpower Mitte. Hey. Wobei ich das relativ furchtbar fand. Da gab es ja da mal so Graffiti. Wirklich? Kauf nicht bei dem Schwaben. Okay, nee, das ist schon alles in Ordnung. Mehr als Grenze überschritten. Ja, glaube ich auch. Ich finde auch, es gibt so ein paar Sachen, die da sind. Aber zum Beispiel Saarländisch, was ich jetzt ja auch durch persönliche Beziehungen durchaus weiß. Kann ich gar nicht zuordnen. Das hört man ja auch nicht so oft. Nee. Finde ich oft. Es ist jetzt auch nicht das Schönste, was man hören kann. Aber es ist ein bisschen wie Pfälzisch, es ist ein bisschen wie Badisch, also es ist schon weicher, oder? Ich finde, es ist so, das Hessische hat so ein paar hessische Einschläge, die sind sich sehr ähnlich, aber es wird nie dafür verwendet, irgendwie, dass Leute dumm sind oder so. Nee, da ist es schon wirklich, wenn jemand ein Klischee-Dummer würde oft mit Sächsisch, und dann kam irgendwann die Pegida-Zeit dazu, das hat es nicht gerade verbessert, muss man sagen, dass ein Klischee in irgendeiner Form bedient wurde und so. Nee, und ich bin ja auch ein Wendekind. Und wir hatten ja wirklich bei jeder Transitfahrt von West-Berlin in Westen durch die Zone hatten wir immer sächsische Fokus. Mhm. Das hat bei West-Berlinern auf jeden Fall auch noch so das Anti-Klischee erfüllt. Mhm. Der dumme Ostgrenzbeamte kommt aus Sachsen. Gänsefleisch mal einen Kofferraum aufmachen. Doch Klassiker. Ja. Gänsefleisch. 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 Das ist schon krass. Und ich bin jetzt, wie gesagt, persönlich oft mal im Saarland und die Mundart da wird auch gepflegt und das ist total okay. Und ich merke das, wenn ich nach Hause komme, dass ich das, also ich finde das tatsächlich nicht schlimm, aber ich merke das so doll. Mhm. Ich denke dann so, warum? Und dann muss ich mich immer wieder dran erinnern. Ja, na klar, weil es einfach hier, das ist einfach so. Also ich habe das einfach noch nicht mehr so deutlich. Ich habe es aber immer noch drin. Man verliert es ja nie. Nee, ich habe letzte Woche habe ich den, wie heißt der nochmal, Tom Vlachia? Ist der Name jetzt richtig ausgesprochen? Der bei Game of Thrones dabei war, den Mann ohne Gesicht gesprochen, wie auch immer, gespielt ich hat. Ich habe nicht mal eine einzige Folge Game of Thrones gesehen. Okay, ich bin einer der wenigen. Ja, ich weiß. Nee, weil meine Freundin ist die Mutter der Drachen, also die spricht Daenerys. Mhm. Und deswegen waren wir auf einer Lesung in Lüneburg und da war halt dieser Tom da, den ich eben nur sich selbst synchronisieren kannte oder irgendwie auf der Bühne oder sonst irgendwas. Der kommt aus Dresden. Ah. Und das hörst du im Privatgespräch sofort raus. Da kommt dann ein Ugh und so. Ansonsten relativ, also an der Grenze zum Hochdeutschen. Ja. Aber du hörst es halt, wenn du genau hinhörst, hörst es raus. Und die hatten dann aber die Lesung und er schlägt das Buch auf und ist sofort perfekt im Hochdeutschen unterwegs.
zack, 2 Minuten später privat unterhalten und dann wieder ein bisschen zu. Gibt es ja auch. Ich meine, als der Def Bier steht hier war, und es gibt so ein paar Kollegen, die haben das ja hier, David Nathan hat es ja durchaus auch. Der Berliner Schnauze pur. Einfach Alter. Natürlich, es ist einfach. Aber der ist auch Ostberliner und Ostberliner, Berliner ein krasser als Westberliner. Der Def ja auch. Der Def kommt ja auch aus Ostberlin und dann rüber. Und ja, offensichtlich, aber sobald irgendwie das Mikro an ist, gibt es so eine Hochdeutsch-Taste. Zack. Und es ist irgendwie muss ich mich auch immer wieder hindisziplinieren. Mir fällt es halt auf, also meine Freundin mag es halt nicht, die kommt halt aus München, beziehungsweise bei München. Rollt es eher zu Hause? Nein, das wäre Franken. Oh Gott, ich kenne mich nicht aus. Nee. Also, ist auch egal. Also, ich bin relativ hochdeutsch unterwegs, Berliner halt zwischendurch so tendenziell. Aber wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe, weil Berlinern ist für mich auch so ein Gefühl von Heimat. Ja. Ich fühle mich dann halt zu Hause in meinem Dialekt. Und das ist dann halt, dann bin ich halt so drin und dann fange ich halt an, wieder ein bisschen rumzuverlieren. Und sie findet es furchtbar. Sie findet es so furchtbar. Auch so prollig zu reden. Soll netter. Okay. Ich versuche gerade nochmal ein paar Gedanken zusammenzusammeln. Wie, du hast sehr, sehr zeitig gewusst, dass du das machen willst, was du jetzt machst. War sofort klar eigentlich, ja. Als sich die Karriere abgezeichnet hat oder die Möglichkeit, die Tür aufgetan hat, sagen wir mal so. Und seitdem hast du das auch nicht bereut. Es gibt null. Genau, ist also ich genau meine, Abstriche machst du immer. Mhm. Du findest auch an jedem Job was zu meckern. Und nicht zuletzt, deswegen habe ich halt auch mit der Regie aufgehört, also nicht nur wegen Horrorstory. Machst du gar keine mehr? Nee. Weil ich da, weißt du, als Sprecher gehst du ins Atelier, gibst deine Verantwortung an der Tür ab, machst deinen Job, gehst nach Hause. Mhm. Gut, du hast mal gute und mal schlechte Termine, hast mal einen blöden Regisseur oder scheiß Text oder sonst irgendwas, aber ich muss es mir halt nicht anziehen. Ich mach dann unterm Strich, ich muss mich nicht so aufregen. Ich mach dann halt meinen Job, wird nicht mit mir persönlich verbunden, aber wenn ich Regie mache, teile ich halt die Verantwortung. Also ich muss Sprecher führen, ich muss mich mit Redakteuren rumschlagen oder Supervisern oder sonst irgendwas und bin den ganzen Tag nur am Kompromisse machen. Also es gab keine Produktion, doch jetzt letztes Jahr habe ich so einen komischen Hai-Film gemacht, der war ziemlich geil. Aber es gab sonst keine Produktion, wo ich nicht in irgendeiner Form Abstriche machen musste, die ich nicht machen will. Und dann kriege ich Bauchschmerzen, dann werde ich unglücklich und dann nimmst du die Arbeit mit nach Hause. Wenn du textest, noch schlimmer, also wenn du Dialogbücher schreibst. Machst du auch nicht? Habe ich machen aber müssen sogar, als ich mit Regie anfangen wollte, haben sie alle gesagt, nee, du musst erstmal ein paar Jahre Dialogbücher geschrieben haben, bevor du da reinrutscht. Und ich mache es auch nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Aber es frisst mich auf. Also wirklich, du gehst mit dem letzten Satz schlafen und am nächsten Morgen wachst du auf und denkst wieder dran, gehst arbeiten und im Hinterkopf tickert das immer noch so vor sich hin, weil du für dieses Wortspiel keine Lösung gefunden hast oder wie kriege ich die Scheiße synchron. Ja. Es ist halt so eine Dauerhausaufgabe. Also das ist, also ich habe das ja ein bisschen. Ja. Das ist wirklich so, dass man, also ich kann jetzt hier schon rausgehen und man denkt ja nicht aktiv darüber nach, aber man merkt natürlich schon, bis ein Projekt abgegeben ist, gibt es immer so ein leises Ticken im Hintergrund. Ja, so, genau. Du hast so eine Grundspannung, so ein kleiner Bienenkorb im Hinterkopf, der so vor sich hin summt. Und das wollte ich mir partout von der Seele schaffen, weil ich lebe ja nicht, um zu arbeiten, ich arbeite, um zu leben. Also ich habe einen geilen Job, aber der soll bitte nicht lebensbestimmt werden. Und das war bei Regie dann irgendwann so, dass ich auch wirklich nur über Besetzung nachgedacht habe oder sonst irgendwas. Und jetzt als Sprecher gehe ich halt ins Atelier, mache meinen Job und gehe danach wieder nach Hause. War das denn anstrengend, dass es so lang ging auch? Also ist es entspannter, praktisch viele kurze Termine zu haben, was ja wahrscheinlich als Sprecher viel, viel eher stattfindet? Ja. Weil Regie macht ja, du hast ja gesagt, eine Staffel ist dann 4 Monate. Als Sprecher nervt dich auch jede Serie, wenn du die irgendwie seit 3 Jahren machst und die Kacke findest, dann ist das auch irgendwann so ein bisschen wie Stechuhrstempeln. Aber also ich fand auch TV-Formate, also sprich Serien, belastender als jetzt mal ein Kinofilm oder irgendein DVD-Film. Aber besagter Hai-Film, das war halt wirklich ein Geschenk Gottes. Also der nannte sich Damn Sharks. Also Damn wie Damm. Ja. Weil da intelligente Haie vom Meer in einen Fluss geschwommen sind und aus Leichenteilen einen Damm gebaut haben, um noch weitere Camper zu fangen. Also schön. Sharknado in schlecht. Schön. Aber da hat mir keiner reingequatscht, weißt du? Ich konnte mir einen Sprecher holen, auch wenn ich Bock hatte. Ich konnte meinen Text machen, was ich wollte. Wir waren jeden Tag 2 Stunden früher fertig. Weil ich mir nur gute Leute geholt habe, hatte Flo Halm in der Hauptrolle, Julian Kaufmann. Also geile Sprecher, habe jeden Take geändert, weil ich den nicht lustig fand. Konnte mich da richtig austoben. Es war so geil. Ich habe es so gefeiert. Den Film wird niemals ein Mensch sehen, ich auch nicht. Aber ich hatte Spaß bei der Arbeit. Hast du ihn komplett gesehen? Na. Also der war ja auch visuell, also es ging ja überhaupt nicht.
Das ging so gar gut. Nicht, Alter. Da war alles schlecht. Ganz schlechte Computeranimation oder so eine Szene, wo einer so eine dann seinen eigenen Angelhaken in der Wange haben soll. Ja. Also schmeißt so einen riesen Angelhaken ins Wasser. Der Hai, ich weiß nicht, ob er ihn zurückspuckt oder mit der Flosse zurückwirft. Ja. Auf jeden Fall verfängt sich dieser Angelhaken dann in seiner Wange und er wird an diesem Angelhaken wieder zurück ins Wasser gezogen. Auf jeden Fall hast du gesehen, dass der Angelhaken, dass er den einfach nur rechts von seinem Kopf gehalten hat. Mit seiner eigenen Hand. Und dann irgendwie noch ein bisschen Kunstblut draufgespritzt. Also so schlecht war der Film. Schön, das ist doch sehr angenehm. Ich fand's so geil. Ich hab's so gefeiert. Hat den jungen Tonmeister Anfang 20, der den Job irgendwie auch erst seit einem Jahr macht, der hat sich auch tot gefreut. Weißt du, nicht so ein abgewichster Typ, der seit 40 Jahren seinen Job macht und Regler schubst? Ja. Gibt's ja leider auch ein paar. Sondern wirklich, sie hatte Spaß bei der Arbeit, hat sich gefreut, dass er mal ein junges Team hatte und geile Sprecher. Also ich wirklich, ich habe es nur gefeiert. Aber das ist die seltenste aller Ausnahmen. Aber du hast schon selber besetzt. Ja, ja. Also bei dem Film hat mir auch wirklich keiner reingequatscht. Da gab es auch keine offizielle Redaktion. Hat dann der Produktionsleiter oder Geschäftsführer von Entropa gemacht, Thomas Braune. Mhm. Der hat nochmal drüber geguckt, übers Buch und sich den Film dann nochmal angeguckt. Meinte aber auch, du, dazu sagen. Ist jetzt deutsch, das Ding. Ja, schön. Cool. So ist geil, aber so läuft es halt nicht bei etwas besseren Produktionen. Ja. Weil das war ja, so mit Anfang 20 wollte ich natürlich in den Kinobereich. Also ich wollte dringend Kinofilme machen, die nächsten Blockbuster und keine Ahnung was. Hab dann so Sachen wie Blood Diamond und Eagle Eye und weiß nicht, also so ein paar Kinofilme waren dabei. Letztes Jahr hier Chaos im Netz. Mhm. Disney-Produktion. Die hat mir aber komplett den Rest gegeben. Also da war ich wirklich, dass ich dachte, Alter, ich weiß schon, warum ich es nicht mehr mache. Weil die ja mittlerweile bei Disney auch sogar hausintern kommunizieren, dass die Marketingabteilung über dem Dubbing-Department steht, in der Hierarchie. Okay. Das heißt, wenn die sagen, der Baum hat jetzt gelbe Blätter, dann hat der Baum jetzt gelbe Blätter. Und da kann das Dubbing-Department den Arm heben und sagen, Moment, das geht aber kreativtechnisch nicht und blablabla. Ausschlecken. Scheißegal. Ja, bei einer gewissen Größe ist das schon etwas weird. Gemein. Und dann wollen sie dir halt immer irgendwelche Prominenten ins Atelier stellen oder irgendwelche YouTuber, um noch ein bisschen eine größere Range zu kriegen. Mhm. Und dann sitzt du da mit sprechfremden, synchronfremden, schauspielfremden Menschen, musst denen Sprechen beibringen. Gibt es denn da nicht auch so Mustersachen davor, dass praktisch professionelle Sprecherinnen kommen, das einsprechen und die sprechen das dann nach? Also in dem Fall nicht, leider, hätte ich mir gewünscht, aber ich glaube auch nicht, dass es geholfen hätte. Also da, um Gottes Willen, da waren sogar ein paar Jungs dabei von so einem YouTube-Kanal, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber die hatten so versteckte Kamera. Die waren besser, als ich befürchtet hatte. Also die waren sogar ziemlich gut. Gab auch wieder andere Beispiele. Nee, aber wir mussten den Film erstmal eindeutschen für ein Test-Screening. Okay. Also wir haben den irgendwie in 2 Wochen durchgejuckelt, haben den quasi schon fertig synchronisiert, damit er dann in München in einem großen Kinosaal im Testscreening laufen konnte, damit sie dann da die Zielgruppen dann befragen konnten, wie das angekommen ist, wie welcher Witz funktioniert dann, keine Ahnung was. Fand ich auch ein bisschen absurd und danach haben wir quasi nochmal von vorne angefangen. Hatten dann aber auch wenigstens fertiges Bildmaterial, was wir am Anfang nicht hatten. Da war der Film teilweise noch nicht fertig animiert, da hat es nur noch so Strichmännchen im Bild oder krass, okay. So. 70er Jahre. Das finde ich wirklich sowieso abgefahren. Das ist sowas, dass es noch eine nächste, dass es so einen Zwischenschritt gibt, wie Befragung, wie etwas ankommt oder so. Das ist halt. Das kannte ich auch nicht. Also, vollkommen absurd. Aber das war total dick aufgezogen. Also, es war, das ist ja nicht, wie das Kino heißt, aber es ist das größte Kino in München, direkt am Hauptbahnhof. War ein Riesensaal und da hatten sie tatsächlich so zielgruppengerecht. Also, dann hatten sie so eine Gruppe von Kindern von 6 bis 12. Dann gab es die Teenie-Gruppe, dann gab es die Erwachsenen und die wurden auch alle einzeln befragt. Und da lief auch neben dem Befrager immer noch jemand her. Und da habe ich dann die Supervisorin von Disney gefragt, was macht denn der Typ da? Ja, der übersetzt sich simultan für Amerika. Mhm. Ja. Und die haben es dann auch ausgewertet und wir hatten das beste Umfrageergebnis weltweit, wurde mir dann noch gesagt. Mhm. Was mir aber nichts geholfen hat. Ja, trotzdem die Marketingabteilung reingequatscht und wollte das und wollte das. Okay. Ich hatte zum Glück in der weiblichen Hauptrolle Anna Fischer. Punkbraut, deutsche Schauspielerin, aber auch Ostberliner Atzenbraut, also richtig, richtig, richtig cooles Mädel. Die hat sich halt auch nur für jeden dritten Scheiß dann hatte, war sie bereit, das mitzumachen. Hat ansonsten immer gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Nee, das mache ich nicht. Nee, und das ich nicht. Das war dann natürlich für mich Porno, weil ich hätte nur sagen können, bitte mach's. Und wenn sie dann sagt, nö, weil sie ist der Star. Ja. Und ihrem Namen wird geworben, sie geht durch die Talkshows und erzählt was über den Film. Ja. Und dann sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann super. Gut, das ist deine Entscheidung.
Abgefahren, okay. Und dann warst du aber danach erstmal abgefrühstückt. Nee, das hat mir wirklich nochmal den Rest gegeben. Ich habe den auch nur gemacht, weil ich den ersten Teil schon aufgenommen habe und dachte, okay, ist mein Baby. Ja. Dachte auch, wir kriegen dieselbe Besetzung, weil im ersten Teil hat die männliche Hauptrolle Christian Ulm gesprochen. Mhm. Das hat dann im zweiten Teil nicht mehr geklappt. Schade. Aus vertragstechnischen Gründen, weil er dann irgendwie eine Klausel gelesen hat, wo er verpflichtet wurde, jeden Werbetermin wahrzunehmen. Beim ersten Teil war entweder er krank, seine Frau oder sein Kind, wenn es dann um so Marketingtermine ging. Beim zweiten Teil haben sie eine Klausel reingeschrieben, dass er die Kohle nicht kriegt, wenn er die Termine nicht wahrnimmt. Und dann hat er irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Verständlicherweise. Ja, kann ich verstehen. Also ich habe es halt anders kommuniziert bekommen. Mir haben sie nur gesagt, ja, der Ulm hat keine Lust. Und dann dachte ich so, was für ein Arschloch. Dann habe ich dann so, aber im Nachhinein erfahren, aus welchen Gründen der keinen Bock hat, dann dachte ich, okay, dann Respekt. Naja, finde ich auch sehr gut. Apropos Christian Ulm, Jerks? Ja. Gut? Noch nie gesehen. Ah, okay. Aber was ich drüber gelesen habe, glaube ich nicht, dass es mein Humor ist, weil ich habe ein ganz tolles Problem mit Fremdschämen. Oh, wirklich? Und die Serie ist ja darauf aufgebaut, dass man durchaus, ja. Also, die machen ja nur Scheiße. Warum magst du denn Fremdschämen nicht? Ich schäme mich ja schon für mich selbst. Also ich will mich da nicht noch für andere Leute schämen. Es ist doch aber, es hat ja was Reinigendes. Die machen das, was in Wirklichkeit oft nicht passiert. Ja, aber es ist so nah an der Realität. Also wie gesagt, zumindest das, was ich gelesen habe, ja, dass man sich vorstellen kann, dass es tatsächlich Menschen gibt, die so ticken. Ja, auf jeden Fall. Und sich so gebieren. Und ich empfinde körperlichen Schmerz bei sowas. Es tut mir immer sehr leid. Ich möchte die Leute aus ihrer Situation befreien, möchte ihnen helfen und möchte sie streicheln und liebhaben. Das ist wirklich, das kann ich nicht, da leide ich. Ich finde es so schön bei der Serie, ich hatte ein Interview gehört, dass er erzählt hat, dass er hat fast immer die gleiche Klamotte an, fast die gleiche Jacke, immer dieses Cappy. Mhm. Und er hat in einem Podcast erzählt, dass das hat so pragmatische Gründe einfach. Er hat nicht so richtig Bock auf diese ganzen Maske-Sachen vorher, sondern einfach ans Set bitte und machen, weil er macht ja auch Regie dafür und so. Und ja, deswegen hat er halt so auch diese Cappy einfach auf, so zack, wumm, fertig, es dauert nicht so lang. Ja. Und das ist so schön, weil das waren halt so für Tonisten, die eher gefragt haben. Und was steckt etwas Großes dahinter und so? Nein, nee. Eher nicht. Es ist einfach wirklich viel entspannter, wenn man ans Set gehen kann, ohne dass man vorher eine Stunde. Ja, den feiere ich auch sehr. Also wirklich, es war bei Ralf Reichts, das war ein sehr angenehmes Arbeiten. Man musste ihn teilweise dreimal bitten, jetzt von der Couch aufzustehen und mal ins Mikro zu kommen, aber der war auch auf dem Handy mit Communio beschäftigt, das kann ich verstehen. Das ist ein Fußball-Online-Manager. Oh, ja, Fußball. Da hat dann jeder sein Team und dann kaufst du Spieler ein und bla, und da musst du schon am Start sein, damit dir nicht einer deinen Spieler wegkauft und so. Deswegen hatte ich da ein großes Verständnis für, dass er jetzt mal eben nicht ins Mikro gehen konnte. Du musst mich, glaube ich, ernsthaft überzeugen, dass Fußball sinnvoll ist, da Energie reinzustecken. Nee, kann ich nicht. Also entweder hast du dafür einen Faible oder du hast es nicht. Das kann man keinem anerziehen. Das ist eine gute Haltung. Also es ist wirklich so, ich glaube... Das ist nichts, womit du einen missionieren kannst, wenn du keinen Bezug zu diesem Spiel hast. Ja. Und du nicht einsiehst, warum da 22 Typen auf dem Rasen stehen und den Ball rumtreten. Was soll ich dir denn da über die Schönheit des Spiels erzählen oder Spielzüge oder Taktik oder... Ich finde es, also ich habe das, in meiner Familie gab es das nie, deswegen glaube ich, also ich hatte keinen, der praktisch im Vorfeld irgendwie mir irgendeine Leidenschaft mitgeben konnte. Das Einzige, wo es das gab, war Biathlon, weißt du so, also dieses halt Wintersport und mein ist Vater. Ist das so ein Ostding, weil das war auch bei der Familie von meiner Ex-Freundin so, die waren da das, auch mit Wintersport also, und so. Das kann sein, also mein Vater kommt auch aus dem Erzgebirge und da ist auch eine Biathletin her, die da auch relativ erfolgreich war und so, deswegen gab es so da eher Bezüge, aber... Und das ist auch noch eine Sache, wenn es mal, also ich habe keinen Fernseher, wir haben nur irgendwie, also ich müsste mir das aktiv anmachen, aber ich empfinde auch, wenn ich darüber rede, eine absurde Freude, dass man das irgendwie anschauen könnte. Aber bei Fußball ist es so, ja WM, ja EM, wenn das Leute schauen wollen und ich dabei vielleicht kochen kann und in der Küche ganz viel bin und dann komme ich da hin und es ist Freude im Raum und es ist schön, bin ich irgendwie auch dabei, aber... Entschuldige. Den Gedankengang komplett nachvollziehen, weil es gibt Sportarten, die mich null anfixen, die andere feiern. Basketball zum Beispiel oder Eishockey. Ja, okay, ja. Da rennen einfach nur Leute hin und her und also bei Eishockey sehe ich nicht mal den Puck. Ich weiß nicht mal, warum die da irgendwie schon unterwegs sind. Deswegen, also und ich würde einen Teufel tun, jemanden, der keine Fußballaffinität hat, davon zu überzeugen, dass das ein geiler Sport ist. Aber es ist ja schon auch ein Unterschied, Fußball zu schauen und das dann noch an anderen Geräten sein eigenes Team und so. Ja, ich bin ja auch ein begeisterter Xbox-Dandler. Also ich spiele ja jeden Tag FIFA. Okay. Hab mir jetzt schon FIFA 20, was erst am 27. September rauskommt, schon vorbestellt online. Ah, okay. Das spiele ich tatsächlich mit sehr viel Hingabe. Wie viel Zeit geht dafür drauf? Naja, an freien Tagen auch mal 8 Stunden.
unterstützt von Rauchkräutern. Da vergeht die Zeit eh irgendwie anders. Ja, natürlich, okay. Also, ja. Das ist, also das meine ich halt, dass ich überlege, also wenn es jetzt Biathlon gäbe auf einer Konsole, die ich spielen könnte, würde ich das nicht tun. Okay. Weil ich das einfach... Das also war sogar das eins unserer liebsten Partyspiele, aber es gibt seit Jahrtausenden nicht mehr. Da gab es Winterolympiade für die Playstation. Oh, ja, okay. Also ganz schnell rubbeln musste dann bei manchen Disziplinen. Da gab es dann Eisschnelllauf und... Doch, ich erinnere mich an sowas. Und Biathlon war meiner Meinung nach auch dabei. Da musstest du nämlich deine Kondition genau einteilen, damit du dann beim Schießen ruhige Hand hast. Zum Beispiel. Und das hat richtig Bock gemacht. Das hat richtig Bock gemacht. Aber ich habe auch Konsolen sehr, sehr spät erst entdecken dürfen, weil wir hatten das nicht zu Hause. Ja. Wir hatten ja auch nur 3 Sender am Anfang. Also Fernsehen gab es bei uns auch nicht so viel. Auch keine. Wir hatten nie VHS-Sachen. Es gab erst irgendwann DVD, ganz spät. Ja. Und Konsole gab es sowieso nicht. Das heißt, ich habe ganz viel übersprungen und musste immer nur bei Leuten so. Und ich erinnere mich, dass es so ein paar Sachen so gab, wo man sagt, ach geil, man kann mal so irgendwie so Sachen ausprobieren und so ein paar verschiedene Sportarten. Spielen. Ja, spielen. Ja. Apropos Rauchkräuter, möchtest du einer rauchen gehen? Ja. Ich hole das von dort und wir gehen dann rauchen. Das ist ein super Plan, aber ich... Hier machen wir jetzt mal einen ganz kleinen Sprung, damit diese Raucherpause nicht ganz so lang wird. So. Jetzt trinke ich einen Tee. Jetzt können wir weitermachen. Was ist denn das Peinlichste? Was? Nee. So wüsste ich jetzt gar nicht. Richtig besten Fragen. Jetzt muss ich mich vor allem sortieren, weil wir draußen ja auch weiter quatschen einfach. Ich überlege gerade, ob wir fast schon einfach zu dem Text kommen, weil das durchaus ja eine Überleitung hast du ja praktisch selbst gemacht mit dem Sportteil. Ja, mit Fußball. Es liegt es irgendwie so nah. Pass auf, nee, ich habe noch eine, weil wir kurz gerade darüber geredet haben. Was wäre denn, wenn du aufwachst und deine App von deiner Bank mit Öko-Vertrauen sagt dir, hey, du hast ganz, ganz viel Geld. Auf einmal, mehr als du wolltest. Okay, Frage ist. Naja, aber was würde sich denn ändern für dich oder was würdest du machen als allererstes? Also ich habe jetzt keine hochtrabenden Träume, ehrlich gesagt. Ich will ein Haus mit Garten. Das willst du wirklich? So Punk. Ja, scheißegal. Nein, geil, ist ja cool. Also ich träume tatsächlich von einem alten Bauernhof, wo ich dann alte, verkrüppelte Tiere aufnehme. Oh, okay. So eine dreibeinige Ziege, einen blinden Hund und, weiß ich nicht, epileptisches Kaninchen. Also, aber hier in der Nähe von Berlin nehme ich an. Ja, das auf jeden Fall. Das also schon müsste mit S-Bahn-Anbindung an die Stadt. Und meine Familie kommt mütterlicherseits auch aus KW, also Königs Wusterhausen, Zernsdorf. Da hält ja der Region. Genau. Da würde sich dann für mich auch ein Kreis schließen, wenn ich da irgendwas finden könnte, was nicht unbedingt in der Einflugschneise von Schönefeld liegt, falls der Flughafen jemals fertig hat. Ja, aber das wäre so ein Ding, was ich mir noch selber verwirklichen möchte, dringendst eigentlich. Also irgendwie Häuschen mit Garten, großes Grundstück, viel Grün um mich rum. Trotzdem weiterarbeiten? Also das, was du machst? Oder? Dann halt in Dosen. Also noch krasser als jetzt, mir noch mehr aussuchen, was ich mache. Ja. Und dann mehr aus Bock und nicht des Geldes wegen. Ja. Oder dann halt 2 Sachen im Jahr des Geldes wegen und den Rest dann aus Bock. Also das wäre so. Aber gut, das ist wirklich eine absolute Luxusvorstellung. Naja, klar. Ich meine, man kommt ja nicht in die Verlegenheit, dass irgendwann mal so viel Kohle auf dem Konto ist, dass man sagt, oh, ich verabschiede mich mal komplett. Nee. So. Und irgendwie macht es ja auch Bock, oder? Das weiterzumachen, was man so gerade so hat. Der Job an sich macht ja Spaß. Das machst du ja schon einfach ein paar Jahre. Ich meine, total krass, dass es dich... Ja, ich habe jetzt 30, mehr begleitet als nicht begleitet. 30 Jahre Berufserfahrung beim Synchron tatsächlich, habe ich jetzt neulich erst festgestellt, sogar über 30 Jahre. Das ist schon geil. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, ey. Das ist krass. Nee, also es gibt auf jeden Fall schlimmere Berufe und es macht auch größtenteils Spaß. Also ich meine, du hast wie bei jedem anderen Beruf auch mit Idioten zu tun. Oder machst du auch Sachen, auf die du keinen Bock hast, aber selbst die Sachen, auf die du keinen Bock hast, sind immer noch besser als von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzen und irgendwelche Zahlen runterrattern oder was weiß ich was. Zieht es dich denn vor die Kamera? Nee, habe ich gemacht
so von 16 bis 20, so in dem Alter ungefähr. Als du Vormittagszeit hattest. Genau. Nee, da ging es so ein bisschen los. Da kannte ich halt eine Regieassistentin, die hat mich dann irgendwie zum Casting eingeladen. Da habe ich so 3-4 Sachen gedreht. Das hat mich so überhaupt nicht angefixt. Also ich fand es total furchtbar. Kann auch an den Produktionen gelegen haben. Es mag andere geben. Aber das waren halt so RTL-Sachen in erster Linie. Eine Sache fürs ZDF, die war ganz charmant. Aber du bist da halt so reingeschubst worden und es gab nicht mal eine Probe vorm Dreh und ich musste dann die Regieassistentin noch fragen, bin ich jetzt traurig oder böse, bevor wir angefangen haben zu drehen. Das fand ich relativ furchtbar und dann auch so dieses ganze Hierarchiedenken am Set hat mich ganz doll abgekotzt. Mhm. Das fand ich ganz doll furchtbar. Ich habe mich in einer Mittagspause mal aus Versehen, weil da stand dann irgendwas von grüne Bohnensuppe mit Speck, so geil, habe mich da in die Schlange gestellt und dann kam die Aufnahmeleitungsassistentin ganz aufgeregt angerannt. Ja, nee, das ist für die Statisten. Ja, klar, und stell dich da bloß nicht an. Das für die Darsteller ist da hinten. Und da gab es dann irgendwie Kotelett und keine Ahnung, also Naja. Vom Allerfeinsten am besten noch so ein Schwanenflügel mit einem Shishi drumherum. Ja. Also, Und es war wirklich bei jedem Dreh so, dass ich am Ende des Drehtages mich nur mit den Beleuchtern und Kameraassistenten irgendwie privat noch unterhalten konnte. Dann hast du dich halt noch hingesetzt, hast noch irgendwie einen Joint geraucht und ein Bierchen getrunken, nett gequatscht. Aber so dieses ganze Schauspielerpack und Regieassistenz, Kameraassistenz, die waren so auf einem anderen Stern, das war so gar nicht meins. Ich finde, das ist so bei Theater, ist es ja auch sehr, sehr, gibt es sehr, sehr starke Hierarchien von Regie. Dann irgendwann mal runter zu Assistenzen und dazwischen dürfen die Schauspieler gern Platz nehmen. Ja. Also auch da gibt es natürlich unterschiedliche Regisseure. Wichtig ist als Star, dann wirst du halt gepudert und wenn du irgendwie nur so eine Nebenrolle bist, dann ja. Und beim Film ist es natürlich auch so. Ich finde es auch, also ich mag irgendwie diese amerikanische Haltung oder in diesen großen Produktionen, dass sie halt sagen, alle Nebenrollen sind natürlich auch wahnsinnig gut besetzt, einfach weil Nebenrollen erst, also das ist ja das, was viel da ist im Film. Ja, du willst ja auch deinen Film nicht zerficken, wenn du Robert De Niro in der Hauptrolle hast und dann irgendwelche Grenzbegabten. Hallo, wir müssen die Polizei rufen, Typen, wenn du in der Nebenrolle hast. Und das ist natürlich schon echt oft ein Problem in Filmen, in deutschen Produktionen, dass es gibt Stars, die halt viel zu sehen sind und dann gibt es sehr viele Leute, die einfach so ausprobiert werden, nett gesagt. Ja. Das ist schon sehr schade, finde ich auch. Nee, und das hat mich halt damals wirklich so sehr abgeturnt, dass ich dann auf das eigentliche Spiel. Und das kam mir eh zu kurz. Also, das finde ich auch, also das bewundere ich auch bei Leuten, die regelmäßig drehen. Du sitzt ja 8 Stunden am Tag am Set, bist fertig geschminkt und hast dann vielleicht eine Stunde netto Arbeit. Also muss dann aber auch auf den Punkt funktionieren. Ja. Dann gibt es nochmal einen Achsschwenk und keine Ahnung was. Also vielleicht machst du diese Szene 3 oder 4 Mal. Ja. Aber die Leute müssen auf den Punkt funktionieren. Ansonsten, ich glaube, Armin Rohde hat stricken gelernt am Set oder sowas. Also du drehst den ganzen Tag Däumchen. Du bist einfach nur damit beschäftigt, die Zeit totzuschlagen und dann musst du auf den Punkt funktionieren. Das fand ich scheiße. Und dann halt dieses Hierarchie-Ding und das Ganze drumherum. Und also das war überhaupt nicht meine Welt. Kollegen haben halt auch erzählt, also hier Sprecherkollegen von dir, die auch drehen und drehen ist natürlich auch schön, ist auch durchaus lukrativ in gewisser Weise so, weil Bildrechte nochmal was abwerfen, aber die sagen auch, Regie arbeitet sehr viel mit Licht und Kamera und das, ich meine, natürlich lastet auch auf Filmproduktionen ein gewisser Druck, dass die halt einfach die Arbeit mit Schauspielern, Schauspielerinnen reduziert haben auf jeden Fall und dann stehen halt diese Bilder im Vordergrund. Den Eindruck hatte ich halt schon mit 16. Das war dann halt wirklich der Regisseur, hat sich mit dem Kameramann und mit dem Chefbeleuchter unterhalten, stundenlang. Und dann gab es vielleicht mal so ein 20-Minuten-Gespräch mit den Schauspielern. Ja, das ist echt schade. Also furchtbar. Und das erklärt aber auch, warum ich deutsche Produktionen so furchtbar finde. Obwohl ich sagen muss, mit den Netflix-Produktion bin ich durchaus einverstanden. Ja, aber die gehen ja auch ganz anders ran. Hoffentlich. Ich weiß es gar nicht, so doll. Weiß ich ja auch nicht aus erster Hand, aber so aus zweiter, dritter oder was ich gelesen habe. Ja. Die geben den Leuten, die kreativ sind, einfach Kohle in die Hand und sagen, macht. Wir quatschen euch nicht rein.
bitte seid so kreativ, wie ihr könnt. Mhm. Und wir nicken es dann ab. Oder sagen dann, nee, das fand mal doof. Aber ansonsten, bitte macht erstmal. Ich glaube, das ist auch eine Art Image. Also ich glaube auch, dass da, also die achten natürlich schon drauf, was sie da machen. Ich glaube, die haben sehr, sehr viele Sachen da liegen, bis dann mal was losgeht. So, also ja. Die haben, glaube ich, einen anderen Vorlauf, als das andere Produktionsstellen haben. Aber na klar, ich meine, wir haben jetzt gerade mal die zweite Staffel Dark durchgeschaut. Und egal, wie man das inhaltlich findet, optisch macht es auf jeden Fall mehr her als andere Produktionen, die man so kennt. Und es ist schön, dass das einfach mal möglich ist, dass das funktioniert. Ja, also da, das ist cool. Ich habe ja Netflix am Anfang komplett verteufelt. Mittlerweile bin ich da wesentlich versöhnter. Aber auch Amazon Prime, muss ich sagen, hast du Beat gesehen? Auch eine, ich meine, es ist eine Serie, die einen Spagat versucht von Technokultur Berlin und Spionagegeheimdienst. Genau, das war meine erste Reaktion. Okay. Und die macht erstaunlich viel Spaß. Also die Figuren könnten irgendwie schöner gezeichnet sein, irgendwie deeper sein oder so. Ja. Aber auch eine Serie, wo man merkt, ah, das sind irgendwie Leute, die Bock haben, mal so Sachen auszuprobieren und auszuprobieren und irgendwie das zusammen zu friemeln. Und es funkt, friemeln auch übrigens ein sächsisches Wort, glaube ich. Ja, oder? Haben wir in Berlin auch. Ja, okay, dann, ja, aber friemeln auch. Friemeln. Und das funktioniert echt ganz, ganz gut, dass glaube ich, das wiederum zurückschlägt in die normalen Produktionen, also normalen Sinne von das, was Fernsehleute unterstützen oder wo halt was ins Kino kommt, dass man so merkt, ah, vielleicht gibt es so langsam eine Wende zu, ich würde es krass feiern. Bilder können schön sein und so. Ich würde es feiern. Aber ich würde auch nicht gerne am Set arbeiten. Ich habe also immer auf der Produktionsseite da so Sachen gemacht, Setrunner und auch mal so mitgeholfen und es war dann so, ja, also es ist immer schön, da mal dabei zu sein, weil es schon auch aufregend ist. Ich weiß nicht, warum Fernsehproduktionen immer noch so eine absurde Faszination mit sich bringen. Aber ich mag das, zumindest hier beim Hörspiel, im Synchron wird es wahrscheinlich ähnlich sein, dass, also die Hierarchien, na klar, gibt es immer noch jemand, der irgendwie was entscheiden muss und so, das gibt es ja immer und dann ist es halt eine Redaktion, die was entscheidet. Am Ende des Tages den Hut auf, aber erstmal arbeitest du im Team. Genau, okay, es ist wahrgenommen viel, viel und ernst genommen. Und es ist sehr reduziert. Ja. Also, wir sind hier zu dritt oft am Tag. Tontechniker, Regie und Schauspieler, Schauspielerin. Ja, und beim Synchron kommt dann halt noch ein Cutter, Cutterin dazu. Genau. Und dann hast du es eigentlich. Und das ist irgendwie, das hat was sehr familiäres und irgendwie intimeres. Und ich habe auch das Gefühl, da kommt man an schöne Sachen ran. Ja. Am Set garantiert natürlich auch. Ja, und du respektierst auch, dass jeder in seinem Fach weiß, was er tut. Das hatte ich am Set eben nicht das Gefühl. Da war dann so, ja, was willst du, scheiß Beleuchter jetzt von mir? Oder warum quatscht mich der Tonmeister jetzt von der Seite an? Im Synchronatelier weißt du einfach, okay, der Mensch, der da sitzt, macht den Job, weil er ihn gut macht. Ja, weil er ihn kann. Und wenn der möchte, dass ich da ein bisschen lauter bin oder die Cutterin sagt, okay, da musst du ein bisschen kürzer sprechen, dann hat die schon recht. Weil die muss das dann schneiden. Die wird schon wissen, was sie tut. Und so greift es dann halt ineinander. Und ich meine, nach 30 Jahren, in meinem Fall, kannst du dich ja auch in die anderen Dinger rein, in die anderen Gewerke reindenken. Und da kann man schon ein bisschen aufeinander zuarbeiten, miteinander arbeiten. Und das sind für mich die schönsten Baustellen, in Anführungszeichen, Ateliers, wo ich wirklich das Gefühl habe, das Team an sich hat funktioniert. Weil selbst wenn ich in der Regie saß, habe ich auch immer wirklich nachgefragt, wenn ich einen Text geändert habe, funktioniert das für euch auch? Findest du das irgendwie komisch? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu der Katharin zu sagen, nee, du hast keine Ahnung von Deutsch, ich bin hier der Regisseur. Weißt du? Ja, klar. Ja. Wie ist es denn, hast du eigentlich mal eine Schauspielschule oder irgendwie sowas besucht? Oder, nee, oder? Sprecherziehung habe ich halt wieder gemacht. Ja, okay. Und dann nochmal, weil ich in einem Kindermusical mitgespielt habe, habe ich sogar nochmal 4 Monate Gesangsunterricht bekommen, damit ich halbwegs bühnentauglich bin. Kannst du das noch? Also ich treffe einen Ton, aber singen weiß ich mal anderen. Nee, also nicht wirklich gut. Habe ich aber überlegt, ob ich es jetzt wieder mache, wegen Atmung und keine Ahnung was. Da kannst du ja noch mal so ein bisschen nachfeilen mit Zwerchfellatmung, weil durch meine ganze Raucherei und so merke ich schon, dass mir hier und da bei längeren Sätzen die Luft ausgeht. Dann weggeht, okay. Und da könnte man, glaube ich, mit Hilfe von Gesangsunterricht ein bisschen das verbessern. Obwohl viele der alten Synchronstimmen, die man so im Kopf hat, sehr viel auch mit Rauchen zu tun haben, oder? Mit Rauchen und Alkohol. Ja, die haben ja damals auch bei der Arbeit gesorgt. Ja, durchaus. Also, ganzen alten, großen. Es gibt auch Hörbücher, hatten wir heute auch drüber geredet,
Es gibt so Hörbücher, auch von damals so, da wurde halt geblättert, ist die Kippe angezündet und so ein bisschen Cognac getrunken und so. Dann geht's halt weiter. Ja. Also das ist heute halt alles sehr viel cleaner und natürlich sauberer und bestimmt technisch super, aber irgendwie hat das, also auch Nostalgie wahrscheinlich wieder, aber hat irgendwie so einen Charme, der irgendwie auch sehr nett ist. So. Ja. Der Produktionsprozess ist drin. Und passt aber dann auch nicht mehr in die Zeit. Also nee. Das kannst du halt heute einfach nicht mehr bringen. Wahrscheinlich nicht. Genauso wie ich auch immer gerne über 80er-Jahre-Synchro schimpfe, weil natürlich konntest du früher auf Kack-Serien oder Kack-Filme irgendeinen Scheiß drauf synchronisieren. Mhm. Das gibt die Zeit heutzutage einfach nicht mehr her. Du bist dem Original verpflichtet. Und ja. Wenn im Original Scheiße labern, dann laberst du halt damit auch im Deutschen Scheiße. Früher haben sie sich halt gesagt, okay, das ist Kack im Original, wir machen es irgendwie lustiger. Ja. Da gibt es doch ein paar Beispiele, ne? Was im Deutschen dann einfach besser funktioniert. Naja, die ganzen Gags. Monty Python-Filme, genau. Etc. pp. Aber die Osenbande für den Osten. Genau. Du kennst die Osenbande übrigens, ne? Ja, genau. Wenn ich Leute in meinem Alter nach der Osenbande frage, vergiss es. Niemals wird das. Mann, ich bin bei diesem Disney-Film, bei dem ein YouTuber mit der Ansage gescheitert, ich meinte, tut mir leid, das klang gerade wie ein Klavier. Hä? Na, wie in dem Loriot-Sketch. Loriot? Okay, es klang abgelesen. Da habe ich mich alt gefühlt, Alter. Jetzt so ein 24-jähriger YouTuber. Mhm. Ich verdiene mehr Geld als du, könnte vielleicht auch sagen. Wahrscheinlich, ja. Und verfick doch mal, ja. Du hättest recht. Ich bin sehr beeindruckt, dass du das wirklich gesagt hast, weil ich das irgendwie auch geil finde. Ha. Okay, jetzt gibt es keine Brücke mehr. Ich habe sie mir vollkommen kaputt gemacht zu deinem Text. Mhm. Aber ich hatte im Vorfeld gibt es immer eine Mail von uns und da gibt es praktisch die Frage drin, ob es einen Text gibt, der einen begleitet. Du hast damals, vor ewigen Zeiten, als ich damals, anfragte, vor 6 Wochen, hattest du auch schon gesagt, ja, wenn ich keinen Text habe, dann bringe ich vielleicht was von 11 Freunden mit. Genau. Und das ist wahr geworden. Ja, du hattest mich ja nach Lieblingsautoren gefragt. Ja, da soll jetzt irgendwie was einen begleitet und so. Ja, also bei mir Terry Pratchett, ganz weit vorne. Ich wollte gerade nochmal fragen, würdest du Terry Pratchett auch gerne nochmal einlesen irgendwie so? Ja, definitiv. Also ja? Vor allem 1000-mal besser als Dirk Bach oder wie auch immer die anderen. Ich glaube, ein paar macht auch Niesen. Der Jens Wawritschek. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich meine, dass ich bei ihm ein paar Sachen gesehen habe und ich war sehr... Also ich habe mir 2 irgendwann mal runtergeladen. Eins war von Dirk Bach und das andere war, glaube ich, von Rufus Beck. Rufus Beck passt für mich da auch nicht so richtig hin. Beides war furchtbar. Terry Pratchett habe ich früher auch gern gelesen. Rauf und runter. Ich war auch echt traurig, als der gestorben ist. Hm. Echt traurig. Ich dachte so, scheiße, Alter, der hat sonst mal so mindestens 1 bis 2 Bücher pro Jahr abgeliefert, die ich lesen konnte und feiern konnte. Und jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Aber das hast du nicht mitgebracht? Nee. Sondern hast daran gedacht. Das finde ich sehr spannend. Ja, wenigstens Günther Hetzer, die letzte Seite aus den 11 Freunden. Der macht, also weil ich das nicht lese, er macht immer die letzte Seite. Also, oder ist es ist eine Persiflage auf Günther Netzer, der dir wahrscheinlich auch nichts sagt. Als doch, nicht doch, Mensch. Okay, gut. Also es ist Satire pur. Okay. Es tauchen Personen auf, die es im wahren Leben so nicht gibt, aber wo man durchaus sich denken kann, wer es sein könnte. Also Gerhard Delling, ehemaliger Fernsehmoderator und Kommentator, Waldemar Hartmann, Günther Netzer. Das ist dann halt so eine Dreierbande, die dann immer Scheiße baut, sich besäuft und sich über Fußball im Allgemeinen lustig macht. Da gibt es noch einen gewissen Horny Mike und da habe ich immer noch nicht rausgefunden, wer das sein soll im wahren Leben. Okay. Aber Delle ist auf jeden Fall Delling, Waldi ist Waldemar Hartmann und Günther Hetzer zählt meistens aus der Ich-Perspektive. Okay. Und ich finde es immer zum Totlachen. Okay. Soll ich? Sehr gern. Okay. Ich bin dabei. Uiuiui, ui. Onkel Günther auf der Tanzfläche? Das letzte Mal hatte ich mir beim Limbo mit den Stangenhühnern im Bierkönig mächtig die Patellasehne gezerrt. Also bewegte ich mich nur höchst unwillig in Richtung Parkett, wo Mesut und seine Angetraute bereits fröhlich mit den Fingern schnippten. Wir hingen schon seit 7 Stunden auf der Hochzeit im Istanbuler Four Seasons ab. Die Nummer zog sich länger hin als jeder DFB-Bundestag. Dafür war die Frauenquote aber deutlich höher als bei den Frankfurter Funktionärstagungen. Und einige der Damen waren sicher für die globale Erderwärmung mitverantwortlich. Unsere Kontaktaufnahmen waren allerdings von wenig Erfolg gekrönt. Möchtest du dich mit mir unterhalten oder sollen wir weiter aus der Entfernung miteinander flirten?
hatte Horny gefragt. Von der Braut aber erstaunlicherweise eine eisige Abfuhr erhalten. Ich musste zwischendurch auch durchatmen. So viele Kurven und ich ohne Bremsen! Dass wir überhaupt eingeladen wurden, hatten wir den Ereignissen bei der Russen-WM zu verdanken. Mesut hatte ja keine einfache Zeit in Vatutrinki gehabt, die anderen Jungs hatten ihn konsequent geschnitten und Reinhard hatte sogar auf dem Weg in den Frühstücksraum versucht, ihm ein Bein zu stellen. Da hatten wir den Jungen einfach mal unter unsere Fittiche genommen und ihm gezeigt, was echte Freundschaft bedeutete. Also jetzt nicht Mesut, sondern Toni. Wir wollten ja schließlich in seinem Dokumentarfilm gut wegkommen. Also kumpelten wir den Mann bei jeder sich bietenden Gelegenheit an, setzten uns bei den nächtlichen Pokerrunden in Zimmer 9 stets neben ihn und besorgten ihm auch morgens um 5 den Gurt Jägermeister, nachdem er herrisch verlangt hatte. Dass all diese Szenen im Film gar nicht auftauchen würden, war für uns natürlich später auch sehr enttäuschend. Einmal jedoch waren wir dann auch mit Mesut feiern gegangen. Der gute Mann war am Ende voll wie eine Laterne auf der Strandpromenade von Sotschi gewesen. Gelungene Integration! Dass er am Tag danach gegen Südkorea ran musste, hatte ja keiner ahnen können. Nun, jedenfalls war Hochzeit. Und während die Clique sich am reichhaltigen Buffet vergnügte, sollte Günther nun tatsächlich nochmal das Tanzbein schwingen. Ich mobilisierte die letzten Kräfte, reihte mich ein, griff nach der grobschlächtigen Pranke eines älteren Herrn links neben mir und versuchte mich im Smalltalk mit dem Senior. Erstes Thema war natürlich die prekäre politische Lage in der Türkei und die Aushöhlung der demokratischen Strukturen im La... Da wurde ich schon von zwei finsteren Herren gepackt und aus dem Saal gezerrt. Was war denn jetzt bitte los? Wieder das Erotikpaket vom Hotel-TV nicht bezahlt? Die Filmauswahl war allerdings auch lausig gewesen. Zärtliche Cousinen hatte ich auch zu Hause auf VHS. Nun denn, jedenfalls saß die Clique bereits 2 Stunden später wieder im Flugzeug zurück nach Deutschland. Waldi natürlich stinksauer, hatte gerade im Schatten der Bowle eine junge Dame bescheinigt. Ich dachte, es seien Schulterblätter, aber es sind Flügel! Ein Klassiker. Aber sei es drum. Nun hieß es San Francisco. Gingen wir stattdessen halt auf die Launchparty von Boas dritter Ausgabe im P1. Der Herausgeber hatte sicher wieder ein paar heiße Trends und spannende Themen. Scherz beiseite. Aber vielleicht gab es ja wieder ein paar Kaltgetränke für die Clique direkt aus dem Freezer, wie bei der Premierenparty. Doch als wir im P1 aufschlugen, wurden wir bitter enttäuscht. Statt einer rauschenden Cocktailparty herrschte nur normaler Betrieb. Waldi eilte gleich zum Barkeeper und orderte 4 Zombies! Dessen Replik, das sehe ich. Und was wollt ihr trinken? Ganz alter Witz. Das einzig bekannte Gesicht war derweil der kleine Philipp, der an einem Stehtisch mit einem Krombacher Drive in der Hand auf ein paar Typen mit Krawatten einteufelte. Satzfetzen drangen zu uns herüber. Der Spirit bei uns im Office ist momentan ein bisschen down. Tja, da wusste man auch nicht, ob Fipsi gerade die Bayern-Saison rekapitulierte oder dem Insolvenzverwalter seiner Firmen andiente. Na egal. Nochmal 4 Zombies, bitte. Wenn du das nicht schneidest, hau ich dich. Toll. So, jetzt haben wir einen Beweis, dass wir doch schneiden. Scheiße. Scheiße, wie kriegen wir das nur raus? Nein, man kann dir nicht vorwerfen, dass du langsam liest. Das ist schon wirklich sehr, sehr flott gewesen. Ja, ich habe gerade ein bisschen auf deinen Mund geschaut und es ist krass schnell. Das Problem ist, ich bremse mich sogar. Wirklich? Ja. Mach doch mal nur zum Spaß. Wie würdest du das denn normalerweise ohne Bremsen, nur den Anfang? Nochmal derselbe Text? Von mir doch einen neuen Text, mir egal. Ich habe ja noch so einen Günther-Hetzer dabei. Ja, mach mal. So ein bisschen, damit man weiß, wie du so in meinem normalen Lesetempo. Ja, dein normales Lesetempo. Okay. Ich hatte Waldi vorher gewarnt, natürlich würden die Kollegen am Flughafen in Moskau Ärger machen, wenn sie dir einen Koffer öffneten. Stolze 15 Flaschen Weißbier der Qualitätsmarke Schneider hatte unser Urfisch Brust. Nee. Aber das ist ja fast, ist ja. Also, ich gehe gerade so durch, aber das ist so fast das Kopftempo, ne? Ja. Krass. Okay. Und hast dich gezügelt und hast es praktisch in immer noch schnell gemacht. Ja, was ich nicht gemerkt habe, ich dachte, ich hätte langsam gelesen. Ich glaube, es war ganz schön fix. Das ist auch mein Problem bei Hörbüchern. Dass man immer ein bisschen langsamer dann so... Komm mal runter, wir müssen auch... So alle 3 Minuten ganz langsam. Du kommst nicht schneller raus, wenn du schneller liest. Obwohl ich habe auch für Sachen, die ich gemacht habe, habe ich auch Hörbücher gehört. Und es kann sein, dass ich diese Hörbücher zur Vorbereitung auch nicht in Originaltempo gehört habe, sondern in schneller... Kommt ungefähr da so hin. Dass man da etwas fix unterwegs ist. Ja, altes Kriegsleiden. Keine Ahnung. Hier, das habe ich mir gerade gemerkt, hier San Francisco. Ja. Es begleitet mich jetzt echt ein paar Wochen. Echt? Ich habe das erste Mal gelesen. Das ist wirklich genauso bis Denver.
Oh, weißt du, das sind genau diese Sachen, die genau jetzt immer auftauchen. Damn. In irgendwelchen Podcasts ist es immer da. Jetzt haben wir es auch bei uns mal drin. Voll schön. Okay. Hey. wir machen einfach hier die Aufnahme. Schluss. Aufnahme Schluss. Wir trinken noch unser Bier zu Ende und reden einfach so. Und Wartespruch von meiner Mama. Finito l'amore, passata la musica. So. Die Musik ist aus und die Liebe ist noch da. Oder so. Ja, andersrum. Das waren Marcel Collets Geschichten. Und damit sind die Hörgestalten endlich wieder da. Und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wie einige von euch sicher mitbekommen haben, haben wir ein paar Sachen erneuert. Zum einen die tolle neue Musik und zum anderen ein neues Cover. Wir sind sehr, sehr gespannt auf deine Meinung dazu und deswegen schreib uns doch bitte eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Und unsere Facebook-Seite darfst du dann auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Zitate und Fotos von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge und die Musik kommt vom fantastischen Valentin Röwenstrunk. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels Lauscher Lounge, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem solltet ihr unbedingt bei unseren Podcast-Kollegen von Texte von gestern vorbeihören. Dort lesen Erwachsene bei einer Live-Veranstaltung Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Und gemeinsam durchlebt man mit den Lesenden erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Egal ob lustig, traurig oder ganz doll verliebt. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.